Ich begrüße alle, euch alle, Sie alle zum cinephilen Quartett, der dritten Ausgabe dieser neuen Einrichtung, die eine Erfindung ist, wenn man so will, vom Hauptverband Cinephilie. Das hört sich alles sehr streng an, ist es aber nicht. Jeder kann das auf der Website nachlesen, was der Hauptverband Cinephilie wirklich ist. Man muss jetzt nicht erklären, warum der Hauptverband heißt und dass das ironisch eigentlich gegen die Spitzenorganisation des deutschen Films gerichtet ist. Unter anderem, glaube ich, es ist vor allem eine Vereinigung, die Grenzen überschreitet und in der sowohl Verleiher wie Produzenten, wie Kinobetreiber, wie Kuratoren und sogar Filmkritiker zusammenkommen. Also da dürfen alle dabei sein. In solche Vereine möchte man fast nicht eingeladen werden, aber vielleicht doch. Und schaut euch mal an, was ist auf der Webseite hvc.de, glaube ich, heißt sie, oder com? Ah, hvc-nephilie sogar. Ja, also man findet es jedenfalls, wenn man Hauptverband Cinephilie googelt und dann die Erklärung auch findet, die viele, auch manche Anwesende im Saal unterschrieben haben. Die haben sich das ausgedacht und die Idee ist natürlich, dass wir streiten, aber kultiviert streiten über Filme, und zwar über Filme vom Filmfest Hamburg. Und ich freue mich sehr, dass wir hier drei super interessante und streitbare, glaube ich, in allen drei Fällen auch Filme, nicht ihr, Filme begrüßen und vorstellen dürfen. Ihr habt eben schon ein bisschen in den Trailern gesehen, um welche es geht. Das ist nämlich unter anderem der Film Darkroom von Rosa von Braunheim, von dem sonst. Das ist der Film Endless Night von Eloy Enciso, wenn ich es richtig ausspreche, hoffentlich, einem Spanier, Galizia, und Pelikanblut von der Hamburgerin Katrin Gebbe. Ich hoffe, ihr habt alle diese Filme schon gesehen. Ansonsten werdet ihr sie sehen vom inneren Auge, wenn unsere Gäste und Gesprächsteilnehmer sie vorstellen. Und zwar begrüße ich Eva Töne vom Spiegel. Hallo. Feline Rogan, Schauspielerin. Und Ted Geier, Musiker, Regisseur, auch Filmmusiker. Das habe ich heute gelernt, dass das ein eigenes Fach ist, sogar Filmmusiker sollte man nicht mit Musikern verwechseln oder Filmkomponisten nicht mit Komponisten. Vielleicht werden wir das noch feststellen. Mein Name ist Rüdiger Suchsland und ich bin Filmkritiker. Ja, wir werden so ein bisschen so tun, als seien wir das literarische Quartett für Film, und ich bin dann wahrscheinlich, fürchte ich, so jemand wie Marcel Reich-Ranicki, deswegen werde ich mich immer dann einmischen und Kontroversen künstlich entfachen, wo sie nicht von selber entstehen. Ich hoffe aber, sie entstehen von selber, das ist auch klar. Und ich glaube, ein guter Anfang für eine Kontroverse ist natürlich der neue Film von Rosa von Braunheim, oder, Ted Geier? Tja, ich finde den jetzt gar nicht so kontrovers. Meine Freundin hat mich auch gefragt, warum ich jetzt dafür gefragt wurde. Habt ihr euch die Filme eigentlich ausgesucht, um mal hier gleich hinter die Kulissen zu blicken? Nein. Die wurden euch zugeteilt. Aber ich habe nichts dagegen. Ich mag Aufgabenstellungen, die einem gestellt werden, mag ich gerne. Ich suche mir auch gerne selber Aufgaben, aber auch wenn es Aufgaben mal gibt, die von außen kommen, ist ja okay. Aber ich finde ihn nicht kontrovers. Soll ich anfangen? Also vor allem erzählst du mal allen, die den Film nicht gesehen haben. Wovon er handelt. Wir haben ihn ja gesehen, aber allen anderen einfach mal den Film ein bisschen. Der Filmerzähler ist auch ein Film. Ah, oh, krass. Hm. Mit vollen Spoilern? Ja, voll mit Spoilern, ja klar. Ja, das ist ja das Tolle hier. Wir dürfen hier alles, was man sonst eigentlich auch machen darf. Filmkritiker sollen spoilern. Denn wie will man denn über einen Film schreiben, warum er gut ist, wenn man nicht sagen darf, warum er gut ist? Na, das zum Beispiel. Schon, aber bis zu Ende, also alles raushauen, das machen wir ja hier, oder? Das machen wir hier alles. Ja, vor allem, weil wir dann sagen, warum das Ende vielleicht doch nicht so gut ist, wie die Filmemacher denken oder irgendwie so, ich weiß nicht. Ja, so machen wir das. Wir reden immer auch ein bisschen darüber, warum wir das, was wir hier machen, eigentlich machen und ob wir es vielleicht anders machen sollten. Das ist dann eine Hilfe für den Hauptverband für zukünftige Quartette. Ja, also zurück, Rosa von Braunheim, Darkroom, das fängt ja gut an. Okay, wenn es dem Hauptverband hilft. Alles genau. Für den Hauptverband. Ja, also gut, dieser Film geht zurück auf eine wahre Begebenheit, auf eine Mordserie, die in Berlin, ich glaube, 2010 passiert ist. Und der Film hält sich weitgehend erstmal vor allem an Gerichtsakten und erzählt in Rückblenden die Geschichte von diesen Mordfällen. Es sind Mordfälle begangen von einer Person, die in einer festen, schwulen Beziehung ist und die verschiedene Leute
unter sehr verschiedenen Umständen, aber alles schwule Leute umgebracht haben und zwei Leute auch fast umgebracht hätte. Das ist dann durch glückliche Zufälle nicht passiert. Und der Film einerseits, also er ist eh sehr Rosa von Braunheim mäßig. Was heißt denn das? Ist der für einen Rosa von Braunheim Film ganz gut oder was heißt das jetzt? Nein, wenn es ums innere Auge geht, ist das ja vielleicht schon mal ein Hinweis, wo sich die Leute was darunter vorstellen können. Also es sind teilweise Dialoge, die hält man für improvisiert, das kann ja auch sehr gut sein. Manchmal ist es auch sehr eckig und steif auf eine Art. Ja, es ist sehr deutsch, würde ich auch sagen. Also das ist super. Eine Art von Deutschness, die wir auf andere Art dann noch bei deinem Film auch haben werden. Was ist sehr deutsch, genau. Ja, das wäre vielleicht nochmal ein extra Thema, das kann ich jetzt auch gar nicht. Ich habe lange überlegt, wie man das beschreibt, das kann ich jetzt nicht so genau machen. Ich halte mich vielleicht erstmal an die Geschichte. Also die Geschichte ist dieser Mann Lars Schmieg, Lars Schmieg, und der hat eben drei Leute umgebracht, zwei fast umgebracht. Und es ist relativ unerklärlich, weil die Geschichte, wie man lernt ihn so kennen, in den Rückblicken wird seine Jugend in Saarbrücken erzählt, wie er seinen Freund, seinen festen Freund, mit dem er dann auch nach Berlin gezogen ist, kennengelernt hat. Es geht viel um privates Leben in dieser Beziehung oder ihren Freundeskreis. Also der erste Opfer ist auch jemand aus ihrem Freundeskreis, den er mit tödlichen Tropfen umbringt. Später wird ein sehr ekelhafter Typ in einem Darkroom tatsächlich umgebracht, wo man sich eigentlich auch solidarisch fühlt, weil der hat es auch nicht anders verdient, so ungefähr, weil er so eklig ist. Und die dritte Person ist dann so über so eine Dating-App oder so getroffene Person, ein sehr junger Mann, der dann auch eben mit diesen Tropfen beiseite gebracht wird. Die Hauptebene des Films ist eigentlich immer diese also es gibt zwei Hauptebenen. Das ist einmal diese Gerichtsszenen, wo dann immer halt die Fälle aufgeknüpft werden und dann gibt es eben wird die Handlung dann, spielt das dann sozusagen, was auch erzählt wird. Und es gibt Zeugenaussagen oder Zeuginnen und dann sieht man, also Rückblenden. Das ist ein klassischer, genau, Gerichtsfilm mit aber Rückblenden und darum gehen die Zuschauer ja ins Kino, weil man da mal dann mal sieht, wie das geht, jemanden umzubringen. Klassischer Gerichtsfilm, finde ich gut. Ja, er ist tatsächlich eben komischerweise Courtroom-Drama, wie der Filmkritiker sagt. Da würde ich dem nicht zuordnen, aber gut. Ach echt? Ich finde ihn ziemlich klassisch eigentlich. Also ich fand ihn sogar ästhetisch ein bisschen langweilig oder von der Machart her recht konventionell. Zum klassischen Gerichtsfilm würde ich den Film jetzt nicht. Ja, jetzt nicht, wenn man die 12 Geschworenen oder sowas im Kopf hat. Ja, okay, da können wir jetzt, das egal, ist ja auch mal ein Cinephiles Quartett. Jeder sucht sich einen Gerichtsfilm aus. Okay, dann kein klassischer Gerichtsfilm, sondern ein postmoderner Gerichtsfilm. Okay, jedenfalls die Erzählung funktioniert eben über diese Gerichtsszenen, wo dann eine sehr theatrale Staatsanwältin immer so reinprescht und ein sehr auch stereotyper Richter, und dann kommen die Zeugen und dann werden wird die Geschichte gespielt. Eine andere Ebene ist dann noch er, dieser Lars, in einem Krankenbett, sehr stilisiert, eigentlich immer in so einem weißen Raum, manchmal mit so Lichtreflexen, der da festgeschnallt ist, weil er verschiedene Selbstmordversuche schon gemacht hat, und der erinnert sich dann, träumt oder erinnert sich an Szenen seiner Kindheit oder eben bestimmte Begebenheiten jenseits noch von den Sachen, die in den Akten oder im Gericht zur Sprache kommen. Und im Wesentlichen wird darüber die Geschichte erzählt, oder? Das klingt, ja. Siehst du das ja auch so? Aber es klingt, ja, ich sehe das auch so, es klingt faszinierend. Mich würde interessieren, wie würdest du den Stil beschreiben, gerade dieser, genau, letzten Ebene, weil der ist doch fast so, ein, der ist sehr Rosa von Braunheim mäßig, wahrscheinlich. Genau, und komischerweise nicht poetisch. Also es ist fantastisch oder auch so ein bisschen surreal. Bisschen kitschig, bisschen trashig. Das habe ich dann auch nochmal gegoogelt, auch wie das in der schwulen Community zum Beispiel verhandelt wird. Da gibt es dann auch viele Leute, die sagen, sie haben jetzt die Schnauze voll, dass auch im schwulen Milieu immer so dargestellt wird, dass da so Kitschzeug rumsteht in den Wohnungen. Vor allem vom schwulen Regisseur, der also nicht als schwulen Feind, könnte man ja dann sagen, die machen das extra. Nee, aber genau, er ja nicht. Genau, aber das macht er ja schon immer, könnte man dann ja auch sagen. Und also man könnte auch sagen, was geht es mich an als Heterosexuellen darüber zu urteilen. Mich hat das auch alles nicht gestört. Ich fand, wie gesagt, ich fand ihn sehr konventionell in der Erzählweise. Ich fand interessant, mit welcher Normalität schwule Sexualität eigentlich permanent anwesend ist. Ich habe mir gedacht, es wäre viel sinnvoller, sowas statt im Tatort sonntags zu zeigen. Ja, Tatort, ja, genau, danke. So es hat eben dieses deutsche Bleierne auf so eine Art, aber dann ist es halt mal wirklich interessant zu sehen, wie, dass das halt sozusagen unter Schwulen halt alles nur ist.
Also wie man ja gewöhnt ist, dass Frauen und Männer sich küssen oder dann aus irgendwelchen Gründen dann ins Bett gehen oder doch nicht und Deutsche so weiter. Schwule sind halt auch Deutsche. darüber kommen vielleicht wir noch. Vielleicht mehr Deutsche als Schwule. Oder Bleiern. Aber jetzt sind wir schon zu sehr in der Wertung. Also, doch. Ah, das wäre auch eine gute Frage. Deutsch ist ja nicht, ist Deutsch für dich eine Wertung? Ja, genau, ich wollte gerade sagen, da kommt nämlich jetzt das Unbewusste, das deutsche Unbewusste, das Verdrängte aus den Kellern des Darkroom nach oben. Genau, aber es ist eben, also ich finde halt diese ganze, also was da an Schulen Alltag gezeigt wird und diese damit verbotene Sexualität oder dann diese Darkroom-Sachen spielt ja eh eine untergeordnete Rolle, aber so Cruising kommt auch vor, das finde ich alles sehr toll dargestellt. Und eigentlich in der Nebensächlichkeit und Lakonie, mit der der Film das erzählt, eigentlich eine Stärke. Auch wenn ich sagen würde, dass das Schauspiel mir oft zu hölzern ist. Ich sage jetzt nicht nochmal das Wort Deutsch. Und dass viele Sachen... Hölzern ist Blei. Ja, jetzt wie auch immer. Ich will jetzt mal den Gedanken kurz zu Ende führen. Der Gedanke war auch, das Schauspiel ist dir zu deutsch. Zu hölzern oder zu deutsch. Ja, das, so, damit ich's verstehe. Vielleicht meine ich damit dasselbe sogar. Ah ja, okay. Ich meine, es gibt dann wieder bei Fassbinder zum Beispiel, was ja so vielleicht das Original davon ist, wieder eine Hölzernheit, die deutsch ist und die man schon wieder gut findet, weil sie halt auch wieder so eine Distanz schafft, die wieder eine Qualität ist. Also interessant an dem Film ist jedenfalls, ich habe neulich zufällig mit meinem Sohn Peeping Tom gesehen, der, wo es ja auch um einen Serienmörder geht. Ist jetzt wie ein bisschen alt ist der Sohn? 14. Ja, es geht. Ja, und da fällt mir jetzt auf, wenn man das vergleicht, wieder... der Böhm da ja wirklich tief psychologisch an die Rolle rangeht und dass ja alles so einem so erklärt wird, so freudianisch, warum der dann da diese Leute, diese Frauen umbringen muss mit dem Stativ. Diese Mühe macht sich Braunheim nicht und das ist eigentlich auch ganz angenehm, weil der Hauptdarsteller halt einfach so ist. Ich muss sagen, also mich hat tatsächlich gestört, dass da so dieser Fokus total gefehlt hat, weil es wird ja noch so eine komische, also bei dem Film wird so eine komische Pseudo-Psychologisierung ja noch hinterhergeschoben tatsächlich. Die kommt dann so relativ spät. Du meinst diese eine Szene mit der Oma. Er hat ein schwieriges Verhältnis zu seiner Oma, ja. Um es vorsichtig auszudrücken. Nee, das sind mehrere mit der Oma. Mehrere, die kommt dann öfter. Ja. Ne? So. Also es wird schon ja, das Weihnachten mit der Bibel. Ja, von das außen, Fenster. Das Fenster und dann ja. Und im Bett. Und mich hat das halt total enttäuscht, als das dann noch um die Ecke kam. Also es geht dann darum, dass letztendlich die Oma ihn als... Ehemann Ersatz missbraucht hat auf irgendeine Art und er, wir dürfen jetzt hier rumspoilern, wie sonst noch was, er sie halt auch, das wird auch nahegelegt, selbst umgebracht hat. Und ich fand es davor eigentlich immer so ganz, also diese Undurchschaubarkeit, ich wollte die Erklärung auch gar nicht haben, das hat mich irgendwie fasziniert und dann hat mich auch nicht so gestört, irgendwie so halb kommt dann irgendwie diese Paarbeziehung auch noch vor und halb geht es dann irgendwie auch um Liquid Ecstasy oder irgendwie so Berlin und es vielleicht steckt da tatsächlich auch ein Generationskonflikt drin, das könnte ich mir vorstellen, zwischen Braunheim-Generation und ne, jüngerer Generation. Aber irgendwie wird das alles so angetippt und es hat mich aber immer irgendwie gefreut, weil ich dachte, ja gut, ich verstehe aber den Hauptdarsteller nicht, das ist also irgendwie interessant und ich kann noch rätseln, was da los ist. Und dann kriegt man halt so die Oma hinterher geschoben. Und das fand ich eigentlich traurig. Ja, das stimmt. Also der Film ist ja eh sehr inkonsequent, ich finde auch vom Spiel her. Man sieht ja da so Theaterprofis am Werk. Also der Hauptdarsteller finde ich sehr toll eigentlich. Vor allem über die Blicke ist er einfach sehr toll. Weil der auch so unerklärlich ist, aber ohne dabei so mysteriös zu sein, sondern einfach so, why? So. Und man sieht auch, dass das Umfeld sich fragt, wieso? Also weil er ja auch, er ist noch nebenher, ist der Charakter von diesem Lars eben auch jemand, der sich so verschiedene Abschlüsse erschlichen hat, dann auch Referendar ist an der Schule und alle sagen aus, ja, ja, er war ja ein ganz guter Lehrer eigentlich und so. Hochstapler, ja. Und auch sein Freund, der ein sehr, sehr empathischer Mensch ist, der auch der immer so für so Musical-Momente sorgt, die Musik hat er anscheinend auch selber gemacht. Der kann sich das auch nicht erklären, also es kann sich einfach niemand erklären, warum dieser Lars einfach so ein Massenmörder ist, innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, drei Leute umbringt und zwei andere fast. Und das stimmt, diese Oma wird so nachgeschoben, aber es ist dann auch nicht wirklich, also ich musste immer an Peeping Tom denken, wo ja der Vater dann immer und diese Filmspulen und alles ist so, wo das so, also wo man anders reingezogen wird in diese freudianische Erzählung, ne? Und das ist trotz der Oma und der Szene, wo er dann zu Weihnachten nur eine Bibel bekommt, was sehr enttäuschend ist für ihn. Und dann muss er mit der Oma ins Bett, weil der Vater gerade gestorben ist, musste er den Vater ersetzen als Sechsjähriger. Das ist so an der Oberfläche, das stimmt. Das ist inkonsequent, ja, würde ich auch sagen. Ist denn vielleicht diese Inkonsequenz auch was Gutes, weil es eine Lässigkeit ja impliziert?
weil vielleicht, wenn wir wieder beim Deutschen sind, das Deutsche dann so eine etwas sture Konsequenz ist und dann wäre das diese Inkonsequenz nicht so deutsch. Und ich glaube, Rosa von Braunheims Vorteile sind schon die, dass er manchmal einfach macht, wozu er Lust hat. Und das mag sich aus vorherigen im gleichen Film dann auch nicht ableiten. Er macht es halt trotzdem. Und das finde ich eigentlich immer ganz interessant. Das ist eine eigene Handschrift auch. Also wie gesagt, ich würde sagen, der Hauptverdienst von diesem Film ist, gerade wenn ich da auf ein heterosexuelles Mainstream-Publikum gucke, habe ich das Gefühl, das wäre gut, wenn einfach diese Normalität, die da erstmal die Basis ist von der ganzen Erzählung, unter Männern halt einfach, wenn das einfach mal so angesehen wird von einem breiteren Publikum. Das hat ja ein bisschen Fassbinder da mit der Mond, der sieben Monde oder so. 13 Monde, das Jahr der 13 Monde. Der erste Transgender-Film ist, der war ja wahrscheinlich auch sehr schockierend, als der 1978 da im kleinen Fernsehspiel im ZDF lief. Ne? Und ich meine, bei Rosa von Braunheim ist ja eh, also die Verdienste sind ja eh klar, ne? Also dass das einfach eine der wichtigsten Personen ist für die Schulbewegung. Vielleicht sollten wir das wirklich nochmal sagen für die Jüngeren unter den Zuhörern, wer Rosa von Braunheim ist und warum das ein interessanter Regisseur ist. Wer mag das tun von euch? Ja, mir fiel dann auf, ich bin gar nicht so vertraut mit seinem Werk. Ne? Aber der macht so viele Filme, dass man kaum nachkommt. Ja, das ist unglaublich. Das ist aber toll in Deutschland, ja, wo alle immer sich so schwer tun, Filme zu machen. Ich glaube, also ich kenne auch nicht alle Filme, habe aber ein paar während des Studiums mal gesehen und habe so vage Erinnerungen. Und gerade so, also der erste hier, oder einer der ersten, nicht jetzt die Bettwurst, sondern nicht der Schwule ist pervers, sondern die Gesellschaft. Und der Homosexuelle damals noch, so war auch der Duktus oder die Sprache, sondern die Gesellschaft, in der er lebt. Wenn man sich sozusagen in Deutschland die Schwulenbewegung anguckt, kurz vor der großen AIDS-Krise sozusagen, war das eigentlich ein unglaublich aufklärerischer Film. Und ich glaube, das anzuerkennen ist natürlich sehr wichtig. Nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, er findet sich jetzt nicht gerade neu mit dem Film. Ne? So, und ich glaube, dass da auch, also man kann natürlich immer sagen, es ist irgendwie gut, wenn Homosexualität letztendlich da, also das ist letztendlich, also als was ganz in Anführungsstrichen jetzt normales, furchtbarer Ausdruck, ne, aber einfach so nebenbei dargestellt werden. Natürlich kann man sich aber auch fragen, kann man nicht noch andere, interessantere Ansätze finden? Ja, ne? Ja, Rosa von Braunheim ist, kann man sagen, ein 68er und der Pionier des schwulen Kinos in Deutschland, der einfach fast alle Themen, die da irgendwann mal über diese 50 Jahre, die nun seine Filme machen, auch schon umfassen, und er macht jedes Jahr, glaube ich, im Schnitt einen Film, er lehrt in Potsdam. Und über diese 50 Jahre hat er so quasi jedes Thema, was eine Rolle spielt und auch manche, auf die man nicht sofort kommt, mindestens in einem Film bearbeitet. Er hat ja auch schon über einen Serienmörder, oder es ist kein Serienmörder, aber er hat über den Kannibalen, diesen berühmten Fall, einen Film gemacht. Er hat einen Film über seine Mutter gemacht, einen sehr guten Film, scheint mir, wo er die Geschichte seiner Mutter rekonstruiert. Er hat zum Beispiel einen Film über schwule Nazis gemacht, auch ein Topos, was weitgehend tabuisiert ist. Und es gibt eine ganze Menge Dinge, die man noch erwähnen könnte. Das alles ist wichtig. Andererseits gehen wir ja ins Kino nicht, um was Wichtiges zu sehen. Dann lesen wir den Spiegel. Ja, lesen wir den Spiegel-Essay. Ich glaube, das macht man heute auch nicht mehr unbedingt. Ich glaube, das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganzes, wollen wir mal heute verschweigen, heute Abend. Also Spiegelleser wissen mehr, bin ich noch aufgewachsen. Also, hast du es geglaubt, oder was? Worauf ich hinaus will, ich habe das geglaubt. Ja, bei uns lag der rum. Der war damals aber auch noch dicker als heute. Aber wir reden ja jetzt nicht über den Spiegel, sondern die Sache ist die, dass man ja ins Kino auch geht, um einen, ich sag's jetzt mal, schönen Film zu sehen, also um einen ich schon. Und um überhaupt einen formal interessanten Film zu sehen, also nicht nur um Inhalte illustriert und bebildert zu finden. Was passiert hier in diesem Film ästhetisch, formal? Feline. Also das war mein erster Rosa von Braunheim-Film, den das ich... Das war doch ein Erlebnis, oder? Nee. Nicht so wirklich. Und ich finde auch gerade, wenn du Kino ansprichst, weil... Für mich hat es etwas sehr Fernsehartiges in der Wirkung. Tatort. Fast, nee, ist Soap. Für mich geht es in Richtung Soap. Es sieht auch von der Ästhetik her so aus und auch wie viele Sachen da passieren in dieser
Also wie da Leute sterben und dann stirbt noch einer an Krebs und so. Und das passiert so in einer Dichte hintereinander und wird einfach so aberzählt. Und es berührt mich nicht, sondern es berieselt mich. Der Film hat einen Humor, wo ich nicht weiß, ob der freiwillig ist oder nicht. Aber der, den hat ist, er. Ist, glaube ich, beides. Ja, manchmal ist, glaube ich, auch. Aus dem einen manchmal, und manchmal ist es so nicht. Und das finde ich, gut daran. Und, aber auch das Formelle ist für mich nicht so stringent. Was ich zum Beispiel super fand, ich dachte, Rosa von Braunheim ist mehr B-Movie und das wäre trashiger. Und dann gibt es so Szenen, wo die draußen sind, wo die so schlecht ausgeschnitten sind und der Hintergrund sind nur Bäume, aber die sind so, also wie sie früher Auto gefahren sind. Das ist, die haben nicht draußen gedreht, obwohl sehr viel auch draußen gedreht wird. Das fand ich dann eigentlich gut, aber dann ist das halt auch nicht stringent, dann wird das nicht durchgezogen. Das wechselt sich so ab und es, also, es ist unterhaltsam, ich habe mich nicht gelangweilt und ich habe mich auch nicht geärgert, aber es hat mich auch nicht mitgenommen. Ja. Ja, ich würde auch sagen, das ist jetzt wieder keine Kontroverse, verdammt, aber das halt, es tun sich halt irgendwie ganz interessante, manchmal so interessante Lücken auf, dadurch, dass es da Wagnisse gibt, weil es eben so eine Mischung aus Impro auch ist und nicht Impro und auch irgendwie, also auch zum Teil auch so dokumentarischer Stil, genau, würde ich auch sagen, mit Soap, mit komischen Zooms, mit Trash und so gemischt wird irgendwie. Aber es ist trotzdem so, dass bei mir auch unterm Strich dann, also manchmal konnte ich es gut, so gutieren und fand es irgendwie, genau, hat es Humor, der gerade interessant ist, weil man nicht weiß, ob er freiwillig oder unfreiwillig ist. Aber unterm Strich ist es halt einfach zu wenig stringent, als dass ich mich an irgendwas festfassen könnte, würde ich sagen. So, das ist so das Problem. Wir reden. 3 Minus, 3 Plus. Ja, wir können ja noch Noten. Ich weiß nicht, ob wir das sollen. Ich glaube auch, dass das widerspricht dann eher dem Gedanken der Cinephilie, dass man Noten vergibt am Schluss und so Thumbs up, Thumbs down, finde ich auch eher doof. Aber so weit sind wir noch gar nicht, denn ich habe mindestens noch eine Frage. Wir reden, und da kommen wir, glaube ich, bei den beiden anderen Filmen auch unbedingt drauf, wir reden ja in vielen Zusammenhängen heute gerne mal von einem weiblichen Blick, einem männlichen Blick. Deswegen darf man, glaube ich, bei Rosa von Braunheim fragen, gibt es eigentlich sowas wie einen schwulen Blick? Das könnte ja möglicherweise das, was du als das Soapige beschrieben hast. Vielleicht ist das aber auch nur das erwähnte Klischee des schwulen Blicks. Und, nee, das glaube ich nicht, dass das Soapige, also das weiß ich nicht, aber das würde ich nicht so sehen, dass das was... Nur eine dass Vermutung. Das ist, finde ich, eher was Ästhetisches und dieses Soapige, das kippt auch immer ins Theatrale, dann wird es wieder interessanter. Da gibt es ja auch, ich fand zum Beispiel die Szene, wo der Junge auf dem Klo sitzt und so mit den Händen klatscht, die fand ich irgendwie super, weil da plötzlich so Räume aufgehen, dann merkt man, oh, jetzt wird es ein bisschen absurd und jetzt weiß ich nicht mehr, was passiert. Und in den Spielszenen weiß man immer sehr genau, was. Also es ist so sehr schematisch und es gibt es nicht. Ja genau, das ist, glaube ich. Wird halt, es wird auch alles komplett auserzählt. Ne? Also du siehst ja irgendwie dreimal den Mord. Du weißt, ich weiß genau, wie Leute sterben, die eine Überdosis Liquid Ecstasy nehmen, weil ich es halt dreimal gesehen habe in dem Rosa von Braunheim-Film. Das ist nicht so schön. Also, aber man muss es vielleicht auch nicht, es bringt einen auch nicht viel weiter, es dreimal zu sehen, ne? So würde ich sagen. Ich glaube, beim vierten Mal, irgendwann wird es nicht mehr gezeigt. Aber es hat sowas von, dass man schon wieder erwartet, jetzt wird es nochmal gezeigt, ne? Weil halt alles so direkt erzählt wird. Also ich glaube, was auch noch so einen Einfluss hat auf dieses Gefühl von trashig, soapig und so weiter, ist, dass das ja alles Studioaufnahmen sind. Also dass jetzt so die Interieurs alle gebastelt sind und man das quasi förmlich sieht, dass das Sperrholz ist. Ja, das aber ist dann in den Psychiatrie-Szenen, da hat es dann ja eine gewollte künstliche Ästhetik. Ja. Und wenn die Wohnung renovieren, genau, dann irgendwie nicht. Und da vermischt es sich so komisch, wo ich dann auch wieder nicht weiß, was ist jetzt die Intention oder ist es eine Intention oder nicht? Und dann rutscht es so wie der Humor so manchmal dahin und dahin. Aber also es nimmt mich, ich bin nicht ausgestiegen so zur Unterhaltung, ja, aber das weiß, ist halt ein fragwürdiges Kompliment. Ja, da kommen wir aber, Intention ist das Stichwort, denn mich würde interessieren, was glaubt ihr, warum hat er diesen Film gemacht? Also was interessiert ihn daran wirklich? Ist das die Geschichte dieses merkwürdigen Falls, dass jemand eine ganze Weile ein normales, ziviles, vielleicht spießiges, langweiliges, schwules Leben lebt und dann plötzlich innerhalb von sehr kurzer Zeit eben 3 Leute tötet und vielleicht auch weitergemacht hätte, also dass da plötzlich irgendwas ausbricht, die andere Seite, ist es das vielleicht, was ihn interessiert? Oder überhaupt, was glaubt ihr, was interessiert ihn an diesem Film und vielleicht überhaupt grundsätzlich auch? Warum macht Rosa von Braunheim Filme?
Ja, das ist doch sehr spekulativ. Da müsste man ihn doch selber fragen. Sondern das ist ja, das teilt ja der Film uns irgendwie auch mit. Ich glaube, ich würde schon sagen, ich glaube, das ist auch tatsächlich die Entstehungsgeschichte dieses Films, dass ihn diese Realgeschichte so fasziniert hat, weil natürlich das so was Unerklärliches hat. Also auch so, wenn jemand, der innerhalb von so einem kurzen Zeitraum auf einmal wirklich alles kaputt macht, so, es hat auch so was Selbstzerstörerisches, total, ne? Weil er halt einfach alles wegschmeißt und man weiß irgendwie nicht, lautet das schon immer in ihm oder nicht, so ganz, ne, so richtig. Ich glaube schon, dass das der Ausschlag war, aber vielleicht ist das irgendwie das Ding, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, also von Praunheim interessiert sich da wiederum für so viele Dinge und geht denen dann da auch immer nach. Also lässt dann zum Beispiel, also in dem Film kommen ja dann auch zum Beispiel noch die Angehörigen immer zu Wort von den Opfern, dass die kommen dann einmal vor und sagen irgendwie, oh, ich bin so traurig, in letzter Zeit war unser Verhältnis eigentlich besser. Ja, das finde ich. Man weiß gar nicht, wer das eigentlich ist, so, ne? Also das ist noch eine weitere Erzählebene, die dann irgendwann auftaucht, wo dann quasi immer die Betroffenen aus dem Familienumfeld nochmal das bewerten, wie das für sie war. Und das ist wie ganz schlechter Fake-Doku-Stil. So. Ja, genau. Weil die auch so dann immer so imaginär an so einen Interviewer reden. Das ist so seltsam daneben. Also auch, ich weiß nicht, auch wie die Texte zustande. Man hat dann da einen Eindruck, da war die Regieanweisung, du sollst das und das sagen, das gibt's, sag's in deinen Worten oder so. Und dann ist das so sehr äußerlich und irgendwie. Wobei eben, also ich finde ja zum Beispiel Fassbinder, das Äußerliche kann ja auch eine Qualität haben. Aber hier ist es irgendwie, wo die eben noch dazu kommt, dachte ich auch, muss das jetzt auch noch sein. Also das war so der Höhepunkt des Hölzernen irgendwie. Ja. Ja. Also das Fazit ist so, das ist ein Film, den man nicht sehen muss, aber den man gut weggucken kann andererseits, wie man das so sagt. Also es ist auch nicht ein Abraten von eurer Seite. Na, ich würde sagen, es ist. Man kann gut drüber reden, ne? Also, das ist jetzt wirklich fragwürdig, ob ich das jetzt als Cis-Mann sagen kann, aber ich würde sagen, es ist auf alle Fälle schon ein Film, der heterosexuelle, normative Blicke nicht in Frage stellt, sondern einfach einen anderen Blick dagegen stellt. Und das ist ein Verdienst, auf alle Fälle, würde ich sagen. Und es konfrontiert einen, also da fällt einem ja erst auf, dass das ja gar nicht so normal ist, dass man fickende Männer mal im Vorabendprogramm oder im Abendprogramm sieht. Dass das eigentlich doch mal Zeit wäre, dass man das auch mal sieht. So. Also ein Film für das Abendprogramm und für die Proseminare der Kulturwissenschaften, aber nicht für den Date-Abend. Ich habe gar nicht so eine Kategorie im Kopf, welche Filme guckt. Okay, wenn es halten soll, das finde ich ein guter, das gibt uns Hoffnung. Dann kommen wir doch jetzt zu dem nächsten Film, glaube ich. Und zwar ist das Endless Night. Ach so, ja. Auf Spanisch kann ich das nicht sagen, aber vielleicht du, Eva Töne. Endless Night von Eloy Enciso. Genau, Eloy konnte ich mir immer merken wegen des Caught in the Act-Sängers, sonst hätte ich ihn nicht gekannt. Ich glaube, der Film heißt eigentlich Alonga Noite und ist eben galizisch, was eher, glaube ich, sogar portugiesisch ausgesprochen wird. Deshalb so, also gar nicht so sehr Spanisch. Ich habe auch versucht, ich spreche eigentlich ganz gut Spanisch und war total irritiert, als ich diesen Film geguckt habe, weil ich halt nichts verstanden habe und dachte die ganze Zeit so, also ist das jetzt, wo ist das? Und das gehört auch zum Reiz und gleichzeitig vielleicht zur Strapaze dieses Films auch so ein bisschen der Verfremdungseffekt gleich am Anfang. Also man weiß gar nicht, was für eine Sprache reden die eigentlich oder ich weiß es nicht, außer man ist des Galizischen mächtig oder gehört zu den Leuten. Also das ist der Nordwesten Spaniens, quasi das, was über Portugal auf der Landkarte zu sehen ist. Galizien, ja. Um das mal für alle, die da noch nicht waren, auch zu erzählen. Geografisch einzuordnen. Ich glaube, meins ist der experimentellste Film von unseren dreien und wahrscheinlich der sozusagen am undeutschesten ist, um das nochmal jetzt aufzubringen. Das ist ja auch der einzige, der nicht aus Deutschland ist. Ja, genau. Na gut, aber zu sagen, dass das... Wenn das jetzt der deutscheste wäre, wäre das ja richtig cool. Aber ist es nicht schon wieder schwierig zu sagen, nur ein Film kann nur Deutsch erzählen, wenn er aus Deutschland kommt? Okay, lassen wir es. Nein, das eben nicht. Vielleicht ist es auch der Deutscheste, aber das Argument bringe ich später. Genau. Nein, er ist poetisch, das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Vielleicht auch Bleiern. Ich würde aber sagen dafür, dass er sehr viel weniger dem Zufall überlässt, im Gegensatz zu Praunheim, wo man auch wieder darüber diskutieren kann, ob das nicht sehr undeutsch ist. So, egal. Aber auf jeden Fall ist es auch ein Film, bei dem man gar nicht so gut spoilern kann, weil er einfach zwar einen Plot hat, aber der doch sehr vage ist. Also ich versuche trotzdem einmal kurz so zusammenzufassen. Man folgt halt einem Mann, der heißt, glaube ich, Ancho, wobei auch das gar nicht so eine richtige Rolle spielt. Ich glaube, der Name, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mal genannt wird. Auf jeden Fall ist Ancho ein... Ja,
Und okay, so, ja. Anscho, ein Heimkehrer, und kommt halt zurück in seinen Ort in Galizien und findet den aber nicht mehr so vor, wie als er ihn mal verlassen hat. Und irgendwann fängt man an zu verstehen, wo das Ganze so ungefähr historisch situiert ist. Das ist wahrscheinlich in der Transitphase zwischen spanischem Bürgerkrieg und Franco-Diktatur. Und er findet eigentlich so seine Heimat vor, über die sich so eine bleierne Zeit gelegt hat, kann man sagen. Also die Leute sind irgendwie des Krieges müde, haben sich auf irgendeine Art alle mitschuldig gemacht, selbst wenn sie selbst irgendwie in Gefangenschaft waren, arrangieren sich jetzt aber mit diesen Verhältnissen, die irgendwie keine Freiheit bedeuten, aber dafür Frieden. Und alle sind so müde, dass sie das halt dankbar annehmen, hat man das Gefühl. Also irgendwie. Und gleichzeitig gibt es dann irgendwie, also begegnet Anscho irgendwie, oder ich glaube, er begegnet ihm noch nicht mal, aber er kommt vor, ein Bürgermeister, der jetzt irgendwie so salbadert von seiner neuen Macht, die er hat. In der Kneipe spielen die Männer schon unter dem Franco-Bild. Also es ist so eine, genau, ganz bleierne, stillstehende und irgendwie auch sehr dichte Atmosphäre, die aber auch irgendwie sehr anstrengend ist und so auf den Zuschauer überspringt, würde ich sagen, weil das, was an dem Film auch nochmal besonders interessant ist, ist so, wie der formal erzählt ist. Der ist nämlich sehr viel strenger als Braunheim zum Beispiel, würde ich jetzt sagen. Und arbeitet auch sehr, sehr langsam zum Teil. Man hat immer so eine Mischung aus auch zum Teil minutenlangen Monologen, wo einfach auch dokumentarische, glaube ich, Texte, literarische, geschriebene Texte, auch auf einer relativ monotonen Art auch gesprochen werden. Also man denkt an Straub, nicht? Ja. Zum Beispiel. Ja, genau. Und das wird dann aber irgendwie unterbrochen eben von so ganz langen Totalen, die am Anfang eben vor allem in dieser kleinen Stadt, die es glaube ich ist, spielen, wo man einfach, oh, egal, ich brauche es nicht, alles gut, so menschenleere Straßen. Mal nach, ob das hier wirklich draufsteht. Das ist tatsächlich, ich muss es einmal kurz sagen, ich habe aus Versehen auf die Spiegel-Kontaktliste geschrieben, inklusive Kontakt von Volker Weidermann und so weiter. Ja, ich muss auf diese Liste sehr gut aufpassen, da stehen jetzt viele Handynummern drauf von meinen Kollegen. Und auf jeden Fall, der Film ist sehr ernst, um darum zurückzukehren, es gibt halt so eine Ästhetik, die halt extrem ruhig ist und auch eben diese durch die sich, glaube ich, dieser poetische Eindruck so entwickelt. Und der Anscho flieht, oder man weiß auch gar nicht, ob er flieht, oder entzieht sich am Ende auch in den Wald, in die Natur letztendlich. Und man hat da so sehr starke, sehr stille Totalen aus dem Wald, vom Sternenhimmel und so weiter. Und das führt zu so einer Künstlichkeit, aber auch zu so einer Ästhetisierung, die halt sehr interessant ist. Man muss dazu sagen, ich habe den Film zusammen mit meinem Freund geguckt, der ist zwischendurch eingeschlafen. Oder anders, er hat sich bewusst schlafen gelegt, so muss man es vielleicht sagen. Und es ist irgendwie, glaube ich, interessant zu überlegen, ob so dieses Konzept, diese Künstlichkeit und gleichzeitig diese historische Verortung, die dann aber auch wieder gebrochen wird tatsächlich, darüber können wir vielleicht auch nochmal sprechen, weil es gibt da so die Behauptung, dass es irgendwie die Franco-Diktatur ist, es gibt da auch Zeichen für, aber dann wird es zum Beispiel durch den Kleidungsstil der Leute, würde ich sagen, zum einen aber doch wieder irgendwie gebrochen, als wird auch der Zeit enthoben und ob das aufgeht, das ist, glaube ich, interessant. Aber da habe ich eine andere Deutung, also wo der Film spielt, weil ich habe das Gefühl, anhand der Klamotten und auch des Alters der Hauptfigur spielt das eben in der Endphase der Franco-Zeit, also eher so Ende 60er oder Anfang 70er. Und das ist ja die Erzählung über, das sind ja sehr verschiedene Erzählungen. Also es ist ja eine Frau, die gekämpft hat und im Kader war und im Knast war und eine Erschießung schildert von der Freundin, die dann, glaube ich, die Mutter war von dem Heimkehrer. Also, und die dann noch ganz am Schluss zum Katholizismus übergetreten ist, wieso man sie dann bei der Kommunistischen Partei rausgeschmissen hat. Und darüber wird geredet. Und das ist, glaube ich, auch ein literarischer Text, den es wirklich, in diese Liste kam. Es sind mehrere bekannte Schriftsteller, das genau. Kann man, glaube ich, sagen. Also es ist wie eine Collage aus Texten zum Spanischen Bürgerkrieg, glaube ich, die dann als Dialoge oder Monologe in diesen Film reingebaut werden. So, ne? Also es gibt Szenen, die auch isoliert stehen, die auch wie Vignetten sind, die sich aneinander reihen, also ohne große klassische Plot-Dramaturgie. Die könnten auch anders, also manche von denen können an anderer Stelle stehen, glaube ich, in der Chronologie des Films. Na, er fährt ja auch immer mehr in die Dunkelheit rein, das ist auch interessant. Ne? Er kommt am Bahnhof an und trifft halt lauter Leute, die sagen, es ist, und dann in der Kneipe, wo sie Karten spielen und alle Namen, die es für Franco gibt, der große Triumphierende, das geht so 5 Minuten, welche Ausdrücke es alle so für Franco als genialen General und Führer gab. Und
man sieht dann so zum Beispiel so einen jungen Mann, der am Tresen arbeitet, der da so total erstarrt ist. Und dann geht es ja mal weiter mit dem Boot übers Wasser, immer tiefer rein in das Vergessen oder keine Ahnung, ins Nichts sozusagen, oder? Ja, so. Ich finde, also man muss auch sagen, ganz am Ende, wie gesagt, wir dürfen spoilern, wird ja irgendwie angedeutet, dass er doch irgendwie auf der Flucht ist oder gesucht wird, ne? Weil er flieht halt in den Wald, und ich finde, es hat nicht nur die Ebene, es geht immer ins Dunklere, es hat auch die Ebene, er entzieht sich irgendwie diesen Verhältnissen, ne? Die so... Das ist ja das auch sagt so, er doch auch in dem Brief. Ja, genau. An seinen Sohn oder wer auch immer den Brief an den Sohn geschrieben hat, macht bloß nichts Politisches, und er entschuldigt sich dafür, dass er überhaupt involviert war, und dabei geht er immer weiter rein. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Film überhaupt eine zeitliche, also eine konkrete zeitliche Verortung versucht, sondern dass der, es wird ja auch sehr allgemein gesprochen über... was so Kriegsverhältnisse, was das mit den Menschen macht, Unterdrückung und Verlust von und familiäre Trennung und so und Repression, und dass das eine viel größere Epoche erzählt, weil für mich dieser Ancho auch kein Rückkehrer ist, sondern für eigentlich geht er doch. Ja, vielleicht ist er auch ein bisschen wie ein Geist, der verschiedene Figuren repräsentiert, denn es ist doch kein psychologischer Charakter, oder? Nee, die sind alle, würde ich sagen, keine psychologischen Charaktere. Genau. Ich finde die aber, ich glaube auch gar nicht, dass das Schauspieler sind, aber da ist die Künstlichkeit oder diese formelle Strenge, die finde ich, die funktioniert da total gut. Also das, was die Familienangehörigen im Rosa von Braunheim, wo es gar nicht funktioniert hat, das funktioniert da total, und die Texte sind ja auch sperrig, und trotzdem hat der Film es geschafft, mich sofort in so eine Atmosphäre reinzuholen. Trotzdem hat er mich wahnsinnig angestrengt, also auch das Zuhören. Ich musste mich richtig, also ich wäre auch fast einmal eingeschlafen und musste mich richtig so rausholen. Aber der hat sowas Sorgartiges. Ja, ich musste auch mal kurz, also den hätte ich zum Beispiel wahnsinnig gerne im Kino gesehen, und das ärgert mich das nicht, weil ich glaube, dann hätte der nochmal eine ganz andere Wirkung gehabt. Aber sogar auf dem Laptop hat er das geschafft, durch diese spezielle Ästhetik und formelle Strenge und auch Gliederung der Geschichten eine sehr besondere Stimmung zu generieren, die auch bleibt, auch nach dem Film bleibt. Und was genau er mir erzählen will, das weiß ich nicht. Und ich weiß aber auch, irgendwie will er es einem auch nicht so richtig sagen. Also ja, warum ich finde auch. Warum kann man es denn, warum muss man es dem Publikum so künstlich schwer machen? Was ist der Vorteil daran? Ja, also eventuell, oder ich schätze, möchte er etwas Allgemeineres erzählen, als dass er das an einer konkreten Situation abhandelt und trotzdem aber die Geschichte seines Landes und das aber größer stellen, dass das... Ich würde halt auch sagen, aber das Interesse und das, was ja auch gelingt, was wir so als Sog oder ich hätte es gerne im großen Kino gesehen und so beschreiben, ist, glaube ich, das sozusagen auf einer ästhetischen Ebene von einer Unfreiheit oder von der Unterdrückung irgendwie erzählt wird, und das wird total spürbar, und das ist so ein die großer... Die Schauspieler auch, das siehst du auch in den Regieanweisungen, die dürfen auch nichts machen, die sind ja auch teilweise abgewendet oder drehen sich dann nur mal rein, und es hat was Artifizielles, aber es transportiert auf jeden Fall, es hat eine Wucht. Aber das ist natürlich auch eine Masche, könnte man sagen, also das sind die Filme von Ulé Straub. Aber er ist ja ein Regisseur. Nein, das darf er ja machen. Nur das ist also was ich damit meine, ist, es macht natürlich auch was nach, was wir von anderen im Regiepaar kennen. Die erzählen übrigens auch dann oft italienische Partisanengeschichten oder überhaupt Geschichten aus der italienischen jüngeren Geschichte. Die überträgt er ein bisschen. Und man kann natürlich sagen, ja, das ist besonders, ja, das ist ganz anders. Aber gleichzeitig, er deutet es zumindest an, ist das ein Stil, der sehr viele Zuschauer, der es ihnen schwer macht. Du sagst, dein Freund ist eingeschlafen. Du sagst, das war schwierig, zumindest das am Laptop zu gucken. Es ist ja nicht so, dass das Schwierige schlecht ist. Aber umgekehrt wüsste ich gerne, warum ist das Schwierige gut? Denn das ist ja wichtig, was er erzählt. Das sollten noch viele Zuschauer sehen. Er erzählt es auch auf eine schöne Weise. Aber er tut nichts dafür, dass das viele Zuschauer sehen. Das finde ich aber echt lahmarschig. Also echt. Das Schwierige ist immer besser, wenn man nicht einschläft, ist immer besser, dass man das Schwierige sich reinzieht, als das, wo man ja eh weiß, wie es weitergeht. Also ist doch klar. Also ja. Und immer dieser Appell, warum, also ich meine, vielleicht reagiere ich da so drauf, weil ich das mit meiner Musik ja auch kenne, wieso macht ihr nicht mal Refrains?
Also ich finde, das ist völlig irrelevant, weil das machen ja tausende andere. Und dafür kriegen die auch so viel mehr Geld. Zumal tausende andere auch daran scheitern und den Anspruch haben, nämlich dass viele Leute das sehen und es funktioniert nicht. Es muss ja trotzdem, weil dann wird es halt öfter mal breit. Ich bin ja hier auch ein bisschen der Devil's Advocate und ich würde schon sagen wollen, dass es gibt die Fragen von Zuschauern und ich verstehe die zumindest, selbst wenn ich manchmal anderer Meinung bin, manchmal auch nicht, warum man denn das so kompliziert machen muss. Und da finde ich, da kann man nicht nur darauf antworten, ja, die anderen machen es ja schon einfach, sondern man könnte vielleicht die Vorteile des Komplizierten jetzt ein bisschen ausformulieren. Na, also ich finde, der Film ist sehr einfach, sehr klar ich finde sehr auch, einfach. Kompliziert ist das falsche Wort. Also, oder? Ja, finde ich auch. Also es ist nicht so, dass man es nicht, also man versteht das auf eine intuitive Art. Ich glaube, das ist eher die Qualität. Es geht mir, also ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir diskutieren, ist da jetzt der Vater, das ist wirklich, wir werden nicht feststellen können, wer jetzt welchen Brief geschrieben hat und in welcher Zeit das genau spielt. Aber ich würde auch sagen, so, und gerade vielleicht auch noch das nochmal, ich würde sagen, gerade bei so einem Thema, wo es irgendwie ich habe dann auch nochmal jetzt nachgegoogelt und nochmal ein Interview gelesen mit dem Regisseur, der natürlich dann auch wieder so Phrasen sagt, wie gerade in heutigen Zeiten muss ich so einen Film machen. Natürlich ist es ein Kommentar auf heute, Rechtsruck und so weiter und so fort. Wir kennen das alle. Wenn es auch in Spanien gibt, wo es auch wieder eine neofaschistische Partei gibt. Das muss man vielleicht auch erwähnen. Also der Tenor von diesen Monologen ist immer, ich habe da mitgemacht, ich habe mir die Finger verbrannt, ich lasse es besser bleiben. Also das ist sozusagen die Lehre aus dem Spanischen Bürgerkrieg, war ja das Paralysierende für die Linke, die ja die Hälfte der Bevölkerung war, oder mehr sogar, war ja, dass man diese Bleierne, also das war ja förmlich greifbar, die Zeit zwischen 38 bis 74 oder so, dass einfach niemand mehr das Maul aufgemacht hat. Und das ist so die Message, vielleicht so übergeordnet, die aus all diesen Aussagen spricht, von den Akteuren, die da sehr langatmig in sehr ruhigen Bildern halt diese Sachen sagen. Ja, und es teilweise ist halt literarische Texte auch sind. Und diese Ästhetik, glaube ich, wiederum, die halt irgendwie so interessant ist oder süffig auf irgendeine Art, würde ich auch sogar sagen. Schwierig, kompliziert, aber süffig vielleicht tatsächlich. Im Gegenteil. Die sorgt auch dafür, dass das halt nicht platt wird. Weil das, was die Leute zum Teil sagen, ich erinnere mich daran, da gibt es so eine Szene mit so einem Bauarbeiter, der da irgendwie eine Polizeistation baut und das halt so völlig, also jeder, der einen B-Film über die Nazizeit gesehen hat, nicht B-Film, das stimmt mir so gut an, aber irgendeinen Film gesehen hat, der irgendwie einen pädagogischen Anspruch hat, der kennt diese Art von Dialog, weil der dann halt sagt, also wenn ich es nicht mache, ne, dann macht es halt wer anders und ich muss halt meine Familie ernähren. Also solche Phrasen, die dann auch irgendwie vorgetragen werden, aber das ist nicht das, was den Eindruck schafft, sondern das wird eben durch diese Ästhetik irgendwie aufgefangen, gebrochen und macht den Film halt besonders und so was man also auf die Art noch nicht so oft transportiert bekommen hat, oder ich zumindest nicht. So. Ja, zumal die Einzelnen, die das Maul aufmachen, also die jetzt diesen Bauarbeiter beschimpfen, dass er an dieser Polizeiwache baut, sind halt die Bettler von der Stadt. Ist das ein Film, der auch für Menschen, die sich überhaupt nicht für Spanien und den spanischen Bürgerkrieg interessieren, empfehlenswert wäre? Ja. Warum? Naja, weil wir haben es ja gerade schon ausgeführt, glaube ich, alle sogar relativ einhellig. Ja. Also glaube ich, weil sozusagen dieses die Atmosphäre und die Stimmung, die da transportiert wird, die hat was Allgemeingültigeres, was man unabhängig jetzt davon, in welcher historischen Situation, aber was man kennt und auf das man aufpassen muss, würde ich jetzt so mal sagen. Ich selber habe danach noch gedacht, das war auch eine Frage, die habe ich mir sogar noch aufgeschrieben, ob es so ist, also gerade ob nicht durch diese hohe Ästhetisierung, diese Künstlichkeit, die dadurch irgendwie auch entsteht, ob dadurch nicht auch wieder was passiert, dass man zu wenig sich in Bezug setzt zu dem Film, weil man es halt so ästhetisch begreift. Es ist eben kein, ne, es hat keinen richtigen moralischen, eindeutigen Appell erstmal, sondern es wirkt irgendwie anders und so. Also ob sozusagen, weil eben, wie gesagt, der Regisseur irgendwie sagt, auch Kommentar auf heute und so weiter. Ich habe das gar nicht so gelesen und ich habe mich gefragt, ob diese Lesart vielleicht doch gar nicht so möglich ist, wenn man automatisch einen Abstand einnimmt, ne? Weil es einfach vielleicht auch zu ästhetisiert ist. Aber bin auch nicht zu einem klaren Ergebnis gekommen. Wird, glaube ich, sogar im Film selber thematisiert. Sagt nicht da auch der Sohn zu dem Vater, weil der sich irgendwie auf die Treppe sitzt und sagt, erzählt, wie er misshandelt worden ist vom Militär oder von irgendjemandem, wie er in den Bauch getreten ist und dass es bei ihm gar nichts ausgelöst hat. Und dann sagt nämlich der Sohn,
dass wenn einem selber etwas passiert, dann löst das oft nicht so viel Emotionen aus, als wenn ich jetzt sehen würde, als wenn du sehen würdest, wie man mir in den Bauch tritt. Und vielleicht ist es diese Kurve, diese Ecke, die der Film das auch noch, auch noch nimmt. Gibt es einen Film, mit dem ihr diesen hier vergleichen würdet? Also andere, die euch da in den Sinn kommen? Ich habe mich gefragt, ob so ein Film, warum es solche Filme eigentlich nicht zum Beispiel auch aus Deutschland gibt? Da könnte man ja auch ungefähr in die gleiche Zeit zurückreisen. Darf ich was ganz anderes sagen? An welchen Film er mich ganz am Anfang erinnert hat? Weil es eben dieses Episodenhafte hatte und eben auch vor allem, man hört den Titel, in der Nacht spielt, Night on Earth von Jim Jarmusch in sehr, sehr sad, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist leider jetzt auch kein deutscher Film. Ohne Taxi. Und ohne Taxi, ja. Aber es hat so diese Dichte, diese Atmosphäre des Sternenhimmels halt irgendwie doch nur eben anders gedreht. Ja. Und weil es so ein bisschen so ein so eine Passage ist, ja. Mhm. Nee, ich hätte jetzt schon auch an Straub gedacht, wobei ich jetzt gar nicht wüsste, was ich jetzt, aber so diese Stimmung, diese Art des Erzählens, wo man eben, das stimmt ja schon dem Zuschauer erstmal oder der Zuschauerin abverlangt, dass man eben nicht einschläft. Das fordert der Film. Und dann wer dann über die Klippe springt. Ich muss den Spruch jetzt schon erzählen, stammt immerhin von Michael Alten, dem großartigen, leider verstorbenen Filmkritiker. Im Kino schlafen heißt dem Film Vertrauen. Es muss also nicht schlecht sein. Und es kann auch sein, dass man da Kraft sammelt für zukünftige Aufgaben und andere Filme. Also der Freund, es würde mich jetzt eigentlich interessieren, ob dein Freund hinterher, weil man kriegt ja manches mit, auch wenn man schläft, ob der eigentlich hinterher dann irgendwas doch von dem Film mitgenommen hat oder erzählt hat. Nee, der ist dann tatsächlich rausgegangen zum Schlafen, aber, pass auf, als ich diese Zusammenfassung geschrieben habe, ich habe das mit ihm geübt. Und dann hat er gesagt, ach, jetzt würde ich den Film eigentlich gerne nochmal sehen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob ich ihn nochmal sehen will. Also ich weiß nicht, ob wir da zusammenfinden. Aber du würdest ihn deinem Freund und auch unseren Zuhörer empfehlen, ja? Ich würde ihn empfehlen, ja. Ich glaube, er läuft gerade noch, ne? Aber er kommt ja vielleicht dann auch irgendwann ins Kino. Ich glaube, dass manche Filme in Hamburg laufen zweimal, manche nur einmal. Also müsst ihr nachgucken, wie es aussieht. Ihr würdet ihn auch empfehlen, unbedingt, oder? Ja. Ich finde es den besten von den drei Filmen, die man uns da angeboten hat. Ah, So viel jetzt schon verraten. Also wir reden ja dann gleich noch über das Deutsche und überhaupt, meine ich. Und dann reden wir auch noch ein bisschen über den Autorenfilm. Aber vorher reden wir natürlich über unseren dritten Film hier. Und jetzt schlägt die Stunde für Feline Rogan und Pelikanblut. Pelikanblut. Also Pelikanblut erzählt die Geschichte von Wiebke, einer Frau, die wohnt auf dem Land, würde ich sagen. Ein Bezug zu einer örtlichen Anbindung wird nicht sichtbar auf einer, ich habe vorhin schon überlegt, es ist weder eine Ranch noch ein Reiterhof, aber sowas dazwischen. Sie arbeitet mit Pferden, sie bildet Polizeipferde aus mit den dazugehörigen Reitern, auch aus der Polizei. Also sie hat dann eine Polizeistaffel, die immer kommt und die Pferde werden darin trainiert, dass sie demotauglich werden und Molotow-Cocktails, Lärm, Schüsse, Menschenmengen, dass die sowas aushalten und dabei ruhig bleiben. Und Wiebke lebt mit ihrer Adoptivtochter. Ich kann ganz schlecht Kinder schätzen, aber ich denke, sie ist so 9. Ja, ungefähr. Ziemlich genau 9. 10, ja. die leben da zusammen und dann hat sie wohl schon seit einer Weile beschlossen oder beantragt, ein weiteres Kind zu adoptieren. Und dann fahren sie nach Rumänien, um die neue Tochter oder die neue Schwester abzuholen. Eher Bulgarien, glaube ich, wenn ich das sagen darf. Ja, ja. Genau. Und dann kommt das Mädchen dazu. Die fahren alle nach Hause. Und dieses Mädchen hat es in sich. Genau, dann eigentlich wird die Geschichte erzählt, wie Wiebke und Niki, die Schwester, versuchen, dieses Mädchen in die Familie zu integrieren und sie einzugewöhnen. Sie wissen von der Vorgeschichte, dass die wahrscheinlich schwere Traumata hinter sich hat. Und am Anfang gestaltet sich das alles ganz gut und dann fängt sie an, langsam
auszuarten, erst noch auf eine kindliche, normale Art, beim Essen rumzusauen, zu bocken, sich nicht an gesellschaftlich-soziale Normen, Tischnormen und so zu halten. Und das wird immer ausfälliger. Und Wiebke versucht, sehr liebevoll und offen damit umzugehen, dieses Kind nicht zu bewerten, aber es sprengt dann irgendwann den Rahmen. Also sie zündet dann irgendwann das Haus an. Und oben im Zimmer macht sie Feuer. Es wird dann schon gelöscht, ne? Das Haus brennt nicht ab. Ja, das Haus brennt nicht ab. Und das hat keine Konsequenzen, nicht wirklich, dass sie das macht, außer dass Wiebke anfängt, also dieses Kind wird eine Bedrohung und sie entfernt dann alle Messer und alle gefährlichen Gegenstände im Haus und es wird sich sozusagen nach außen abgeschirmt und weiter versucht, diesem Kind zugewandt zu bleiben und es entsteht ein großer Konflikt auch mit der Schwester, die das auch sehr lange mitgeht und dann aber sich auch bedroht fühlt dadurch. Und Wiebke, die Hauptfigur, die steht in der Mitte, versucht gleichzeitig noch ihren Job zu machen mit den Polizeipferden, was auch sehr fordernd ist. Und mit dieser Polizeistaffel, die da immer ist, da wird auch noch so eine Liebesgeschichte erzählt. Man merkt, Wiebke hat, würde ich sagen, ein... Wie Nina Hoss meistens hat sie selber, trägt sie auch also Nina etwas Hoss, mit. Das muss man sagen, Nina Hoss spielt diese Wiebke, ja, genau. Und das ist genau die Frau, die Person im Zentrum. Ja. Genau. Der Film ist von Katrin Gebbe. Der Film ist von Katrin Gebbe, von einer Regisseurin. Und im Zentrum, würde ich sagen, sind die drei Frauen. Also die Mädchen. Die Mädchen okay. Und die Mutter. Aber Nina Hoss, ja, aber die... Kinder sind wichtig, ja. Wie heißt die denn nochmal? Raya. Raya, genau. Und Raya ist ungefähr so fünf oder sowas. Soll sie sein. Na, was ist denn hier los? Gut, ja. Genau. Und dann, jetzt kommen wir in die Spoiler-Ecke. Also das eskaliert immer weiter und es ist eine Bedrohung. Sie droht auch an, der Schwester die Haut abzuschneiden und sie will sie alle tot sehen. Und das Kind kippt sehr oft von diesem Ausraster, dieser Bösartigkeit wieder hin zurück zum normalen, liebenswerten Kind. Und Wiebke geht zwei Wege. Einmal lässt sie sie, ach so, weil die fliegt auch aus dem Kindergarten, die missbraucht andere Kinder. Also, und dadurch werden ihre sozialen, freundschaftlichen Kontakte auf die Probe gestellt, beziehungsweise die Leute wenden sich ab. Und sie hat auch eigentlich keine Kapazitäten mehr, ihren Beruf weiterzuführen, weil das alle Energie aufsaugt und auch eigentlich kann sie das Haus nicht mehr verlassen. Die ziehen sich wie so zurück ins Haus, die Scheiben werden abgeklebt, weil das Kind von Licht irritiert wird. Sie kann eigentlich nicht mehr rausgehen, weil sie da sein muss und aufpassen muss, dass die nicht die Schwester oder Sonstiges anzündet oder auseinandernimmt und versucht halt in Absprache mit einem Psychologen da so strukturelle pädagogische Arbeit durchzuziehen und konsequent zu sein und ihr trotzdem weiterhin zu zeigen, dass sie liebt. Und dadurch ist die eigentlich, ziehen die sich alle drei immer weiter da rein zurück. Und dann fliegt das Kind aus der Kita, also da sind die auch noch raus. Und dann geht sie zum Psychologen. Und der leitet die weiter an eine Uniklinik und die machen dann neurologische Tests mit dem Kind. Und da wird festgestellt, dass das Areal in ihrem Gehirn, was für Emotionen zuständig ist, dass das verkümmert ist. Aufgrund von wirklich schrecklichen Erlebnissen, die dieses Mädchen hatte. Im frühesten Kleinkindalter ist ihre Mutter, saß sie zwei Tage neben der Leiche ihrer Mutter, die von einem Freier... ermordet worden ist. Und sie hat sie wahrscheinlich versucht, wieder wach zu beißen. Da kommen wir auch zum Titel des Films ein bisschen. Pelikanblut erzählt sich relativ am Anfang in diesem Kinderheim in Bulgarien, wo die Raya abgeholt wird. Da hängt ein Bild an der Wand von einem Pelikan, der sich selber in die Brust hackt und mit dem Blut seine Küken füttert. Und das erklärt diese Leiterin oder die Beauftragte des Kinderheims, dass das ein Mythos ist, dass die Küken eigentlich schon tot waren und die Mutter sie durch diese Selbstverletzung und das Füttern mit dem eigenen Blut wieder zum Leben erweckt. Genau, und da gibt es diesen
neurologisch-medizinischen Weg, den Wiebke versucht. Und dann wird sie noch durch einen Hilfsarbeiter, der mit ihr da auf diesem Pferdehof arbeitet, der hat Kontakte zu einer Frau, die, ja, wie nennt man so eine Frau? Eine Schamanin ja. ist und die meint, das Kind ist besessen und sie kann ihr durch einen Exorzismus dieses Wesen austreiben. Und Wiebke versucht alles. Was ich noch interessant fand, ich weiß gar nicht, ob du das nicht erzählt, Wiebke versucht dann auch das sowas wie die Babyphase dieses Kindes quasi nachzuholen, um ihm die Zuwendung zu geben, die sie halt nicht bekommen hat. Und also das sie schluckt Tabletten. Genau, sie bestellt sich illegale Medikamente, die Milchproduktion anregen und trägt dieses fünfjährige Kind wie ein Säugling im Tragesystem mit sich rum, damit die wieder Nähe spürt oder überhaupt einmal Nähe und fängt an, die zu stillen. Ja. Was so ein bisschen auch nochmal die direkte Metapher zu dem Pelikanblut ist, fand ich, oder fast so Holzhammermäßig, genau wie auch irgendwie dieses... Wenn die Brust blutet, dann so. Sie wird dann einmal gebissen, nicht? Beim Stillen. Das war klar, oder? Genau, das wäre so die Zusammenfassung. Ja, vielleicht darf ich das zumindest insofern ergänzen. Also es gibt am Anfang, wo man erstmal die Nina Hoss als eine Art Pferdeflüsterin, als eine Frau, die besonders verständnisvoll mit Tieren umgeht, eine größere Sensibilität hat als zumindest mal die Reiterstaffel der Polizei, wo man die erlebt, wie ein schwieriges Pferd, was eine Reiterin abwirft, dann doch gezähmt wird und man dann mit diesem Pferd lange arbeitet, eigentlich parallel zum Kind und zur erfolglosen Arbeit mit dem Kind, erfolgt eine Art Zivilisierung des Pferdes in der Reiterstaffel der Polizei. Es gibt eine junge Reiterin. Zeigt das nicht sozusagen ihre Fähigkeiten, wie sie sich nochmal besonders Zeit nimmt, besonders auf dieses Pferd eingeht und dadurch ja auch entgegengesetzt aller Widrigkeiten, weil die Polizeistaffel wollte das Pferd eigentlich schon zum Abdecker geben. Genau. Und es geht darum, dass die eben auch bei dem Kind, wo ihr auch geraten wird, das zweite, eben das schwierige Kind, wird ihr ja auch von dem Arzt dann geraten, das muss in ein Heim, muss weggegeben werden. Und es gibt einmal so einen Versuch und das macht sie nicht. Also sie gibt nicht weg. Sie bleibt dran an schwierigen Wesen, wie an dem Pferd. Und dass dieses Pferd allerdings, und das ist, glaube ich, dann schon wichtig, dieses Pferd wird im Einsatz, tickt das dann irgendwann aus und verletzt Demonstranten, glaube ich, zu Recht, es kriegt aber auch einen Molotow-Cocktail. Ja, Moment, genau. Es ist sozusagen einerseits Opfer, andererseits Täter, das Pferd, wird dann verwundet, blutet, auf diesen Reiterhof gebracht. Und da gibt es dann eine Szene, wo dann, muss man jetzt verkürzen, wo am Ende dieser Szene das Pferd greift scheinbar an, es wird erschossen. Und dann ist das Pferd tot und es gibt ein Hexenritual, bei dem, wir müssen es hier zu Ende erzählen, bei dem dieses Pferd geköpft wird und der Pferdekopf aufgespießt wird. Das wird vorbereitet, diese Erzählung, dass der aufgespießte Pferdekopf etwas tun kann gegen Dämonen. Und tatsächlich mit diesem Aufspießen ist die Frage, wie habt ihr das Ende gesehen? Verschwindet der Dämon aus dem Kind oder was das auch immer ist? Das Kind hat ja einen Moment, in dem es dann das Kind Gefühle wird dann zeigt durch am Schluss. Den Exorzismus geheilt. Genau. Ja, es empfindet zum ersten Mal Trauer über den Tod der Mutter. Ja, sie kann anhand des toten Pferdes. So. Ja. Oder? Ja, aber das ist ja sozusagen die Heilung, weil das Kind, dem wurde vorher diagnostiziert, dass es keine Emotionen hat. Es kann welche kopieren und nachspielen, aber es empfindet nichts, Liebe und auch sonst gar nichts. Und es wird auch gesagt, es sieht einen Schatten, es zeichnet den auch, so eine komische, schwarze, kleine Monstergestalt. Und guckt dann manchmal genauso in die Decke. Und man kann dann, glaube ich, das auf zwei Arten lesen. Als Einbildung des Kindes, wenn man sagen will, das ist ein realistischer Film, Systemsprenger 2. Den Vergleich muss man dann, glaube ich, nennen. Oder es ist eben ein unrealistischer Film, wo Geister wirklich existieren. Ein fantastischer Film, ein Horrorfilm. Und dann glauben wir, da ist wirklich irgendein, nennen wir es mal Dämon, der dann exorziert wird. Das sind die beiden Lesarten dieses Films. Und der Film scheint sich auch nicht zu entscheiden, glaube ich, zu einer der beiden Lesarten. Oder wie lest ihr ihn? Also ich muss sagen, ich war am Ende
ich hatte so, in den letzten 10 Minuten hatte ich so das Gefühl, ja, wie will die jetzt da jetzt noch rauskommen? Also irgendwie muss es läuft irgendwie auf irgendeine Art von eindeutigem Ende hin, weil anders kommt man da nicht raus. Und es gibt eigentlich nur die Option, entweder Nina Hoss, also die Wiebke so, läuft jetzt komplett über auf die quasi verrückte Seite mit Raja, mit ihrer Tochter und sieht jetzt auch plötzlich diesen Dämon und das Böse immer so in der Ecke sitzen. Das wurde auch davor manchmal schon so, das fand ich gute und sehr interessante Momente manchmal angedeutet, weil man hat manchmal so ganz nah Aufnahmen von ihrem Gesicht gehabt, wo sie so dem Blick ihrer Tochter folgt. Und man sieht aber nicht, was sie sehen. Also man weiß eigentlich nicht, was sie angucken. Und das ist halt natürlich wieder klassisch Suspense oder Horror viel besser, als das zu zeigen, dass da wirklich ein Dämon in der Ecke sitzt. So. Also man hat irgendwie die Option, sie ist jetzt auch verrückt wie ihre Tochter. Oder, und das ist dann eben wie diese, also ich habe das schon als sehr eindeutiges Ende verstanden und fand das dann auf irgendeine Art irgendwie schade, aber irgendwie auch unausweichlich, weil es irgendwie anders nicht ging. Man sagt halt, das hat jetzt funktioniert und dadurch kriegt dieser Film auch, wir haben gerade vorhin drüber geredet, ich finde schon, das ist ein ganz stark, also ist ein, das ist immer auch ein furchtbares Wort, aber da, es ist einfach ein Film, der handelt von irgendwie Frauen und wie die das miteinander verhandeln und auf die Kette bekommen am Ende so ein bisschen. Weil irgendwie diese Schamanin dann irgendwie dieses, letztendlich ist das dann ein Vierergespann am Ende, weil die Schamanin eben noch dazukommt, auch wenn die jetzt nicht so groß erzählt wird, irgendwie das Ganze dann schafft, so zusammenzuhalten, dass es wieder eine was Okayes hat. Und davor war das halt, wie gesagt, also die säugt da ihr Kind und das hat sowas ganz, da wird sie dabei erwischt und versteckt das, ne? Es fängt mit dieser Heimlichtuerei an und sie nimmt diese Tabletten, wird dann ohnmächtig zwischendurch und so, also es verschieben sich so Sachen. Es hat dann auf einmal am Ende noch so einen Dreh bekommen, den ich davor noch gar nicht gesehen habe, weil ich finde, es ist dann schon eine Frauengeschichte geworden, was ich davor nicht so wahrgenommen habe durch diesen Dreh. Aber das kann man auch anders lesen. Ich glaube, ihr fandet den, ich fand den Film auch nicht so schlecht. Ja, ist das, also ich fand den Film auch nicht so schlecht, ich finde ihn sogar gut, aber ich wollte jetzt erstmal von dir wissen, ist das ein sehr, als der Experte fürs Thema, ist das ein sehr deutscher Film? Ich wollte schon wegkommen, vorhin habe ich ja schon gesagt, wir kommen da nicht weit mit dem. Mit der Kategorie nee, Deutsch. Also nein, nehmen wir was anderes. Also es geht ja ein Thema in Deutschland und gerade in jüngster Zeit wieder, wenn wir an Lara denken oder an den anderen Film, das Vorspiel, wo auch Nina Hoss die Hauptrolle spielt, kommen die Mütter irgendwie zurück, scheint mir. Und das ist auch, wir haben es gehört, eine Mutter, aber eine sehr spezielle Mutter. Sie hat nämlich Adoptivkinder, keine leiblichen. Sie hat keinen Mann, mit dem sie verheiratet ist. Und der Polizist, der eine für manche attraktive, macht immer Annäherungsversuche, ziemlich eindeutige. Und so richtig, außer dass die mal knutschen im Stall, dann klingelt aber gleich das Telefon. Komischerweise knutschen sie ganz am Ende, will sie ganz am Ende knutschen, das habe ich nicht verstanden. Um den abzulenken, damit er nicht das geköpfte Pferd sieht. Ja, genau. Ah. Ach so, ja. Das habe ich, nicht also als Taktik gesehen. Ich glaube, das ist reine Taktik. Da ist der Mann, also ich will sagen, sie hat keinen Sex. Ja? Sie wird eigentlich als eine Sexlose und offensichtlich auch vorher nicht, sie hat keine Kinder geboren, sucht sich, man könnte es jetzt hart formulieren, eine Ersatzfamilie. Also als eine, würdest du über einen männlichen Hauptprotagonist auch sagen, das ist ein sexloser Vater? Nee, weil der tut ja was dafür. Das ist jetzt nicht Frauenbashing, das ist zu einfach. Sie verweigert sich, er will. Das ist der Unterschied. Ich fand es ganz interessant, was du eben mit den 4 Frauen gesagt hast, weil das habe ich so auch nicht gesehen. Das ist aber für mich, also ich finde, Nina Hoss hat das sehr oft, sehr stark, auch in anderen Rollen oder auch diese Sexlose ist auch was, was sich durch ihre Figuren oft zieht, dass die, und das fand ich hier auch, dass die einen, die kommt mit einem Geheimnis, mit einer Vorgeschichte, was ich aber überhaupt nicht durchdringe. Ja, sie hat eine Narbe hier und auch die, da wird nochmal was anderes aufgemacht, weil die Schamanin sagt, bei dir sehe ich auch eine Lücke, du bist die schwache Person, der Geist könnte auch auf dich überspringen. Aber für mich dem, ist der Film auch nicht so zu Ende erzählt. Ich dachte, also ich bräuchte eigentlich Teil 2, weil am Ende sieht man den Pferdekopf und der ist dann noch ganz und heil und ich habe auch gedacht, der verrottet doch in den nächsten 2 Wochen, dann geht das doch alles wieder los und eine Freundin saß neben mir und meinte, jetzt muss er wiehern. Und das hätte ich eigentlich gut gefunden. Oder die Augen gehen noch so auf. Also das war so mein, weil man sieht halt am Ende tatsächlich diesen Pferdekopf, ne? Und denkt so. Ich war auch ein bisschen auf der falschen Fährte, weil ich vorher schon, als er in Venedig lief, Kritiken gelesen habe und da viel über diese Horrorelemente und über das Genre geredet wurde. Und ich dachte die ganze Zeit, es kommt noch, es geht noch krasser in die Horrorrichtung. Kennt ihr einen anderen deutschen Film, einen Exorzistenfilm aus Deutschland? Hier, Dings, Requiem. Ja, Requiem. Okay. Stimmt.
Das ist der zweite. Also das ist dann... Ich finde, Requiem ist jetzt aber auch weniger ein Horrorfilm als der, glaube ich. Aber vielleicht sehe nur ich das so. Also und ich finde, Stereo auch. Pelikanblut ist doch schon ein richtiger Horrorfilm. Vielleicht Jürgen Vogel auch ein Exorzismus von Valeria Ceplonova. Oh Mann, das ist schon so lange her, das ja. Weiß ich schon nicht. Also der dritte. Ja. Also... Ich habe das Ende so gedeutet, dass jetzt auch in der allgemeinen Ayahuasca-Mode, dass das dann halt so gegen die Schulpsychologie gestellt wird oder so, weil der war auch sehr unsympathisch die ganze Zeit, der Psychologe. Die Brille. Ja. Wobei die Schamanin war jetzt auch ein bisschen unsympathisch, aber trotzdem voll unsympathisch. Finde ich das so ein bisschen modisch, dass das dann auch so das so abschließt. Die Schamanin fand es unsympathisch, ich nicht. Dass so ein Ritual, dann empfindet sie wieder Empathie, das ja. Fand ich jetzt so, ich meine, vielleicht ist das zu einfach gedacht. Wir können ja auch, wir wollten ja auch eigentlich mit euch reden, das können wir ja auch. Das können wir ja auch dann gleich machen. Ich muss dazu sagen, dass ich selber ja auch Schamanentum ganz gut finde und eher so meine Schwierigkeiten habe mit Verhaltenstherapie und so. Deswegen. Also wenn ihr jetzt alle den Film super gefunden hättet, dann hätte ich gesagt... Kann ich kurz sagen, was ich nicht super fand? So. Ich mag immer nicht dieses... da wäre ich vielleicht wieder bei diesem Wort, was wir schon die ganze Zeit hatten. Dieses bürgerliche Einverständnis, wie Geschichten erzählt werden, die gehen mir auf die Nerven. Dazu gehört eben auch, dass Nina Horst ein Geheimnis hat, warum sie nicht mit Männern... Also warum das nicht geht. Und dann so... Und das ist so, und auch diese andere Familie, ich meine, das andererseits kann man auch sagen, ist es, weil es in diesem Milieu spielt, es gibt auch noch eine andere Familie, die auch adoptierte Kinder haben, wovon ja dann eins missbraucht wird von der anderen, von dem Mädchen. Die haben so ein bürgerliches Einverständnis, was mir einfach auf die Nerven geht. Ich weiß nicht genau. Die ist mir auch auf die Nerven gegangen, weil die auch, die fand ich so... Aber sie hat auch gut gespielt, wo sie dann sagt, das war, ging jetzt echt zu weit und du checkst noch was. So. Ja, das war irgendwie. Die ist gestört. Nee, aber das war mir zu... Also da waren die mir zu schwarz, wenn die befreundet sind, aber das ist sowas Privates. Ich manchmal denke, ich finde Freunde von Protagonisten oft sehr... Meistens haben sie keine, weil sonst könnte man das Problem irgendwie nicht so gut erzählen, weil sonst müssten sie ja mit jemandem drüber reden und dann würden auch eventuell Lösungen gefunden werden, finde ich gerade bei Frauenfiguren ganz schwierig, weil alle Frauen, die ich kenne, haben Freundinnen, mit denen sie sehr viel besprechen. Frauenprotagonistinnen haben nie eine Freundin oder eine komische, die nicht mit denen redet. Ja, aber die reden das fand ja schon ich da auch. Klar, ist Kindererziehung ist echt ein heikles Thema und da sozusagen, dein Kind spinnt, gib sie wieder weg und gerade wenn die neu ist, das macht schon so ein Fass auf. Aber ich fand es so ein bisschen... Dafür, dass es die einzige vorkommende Freundin ist, so ein bisschen einfach, dass die dann einfach geht. Und die sagt einmal so, das ist gestört, gib sie weg. Und dann geht die wieder. Und dann denkst du, ach komm, Nina Horst, kann man auch mal ein bisschen weiter pieken. Sag doch mal was. Jetzt sag du doch mal was. Also es soll, glaube ich, schon erzählt werden. Und für mich, pardon. Ja, also ob das jetzt... Vergewaltigt ist, das weiß man nicht ganz genau. Ja, das ist krass, ja, ist krass. Aber frag mal in der Kita, wie oft solche Sachen passieren und damit muss man sich auseinandersetzen als Elternteil und zwar nicht so, dein Kind ist gestört, nimm es weg. Genau, und der ist auch noch ein Kind. Also um jetzt mal über den Film, ich glaube, dass der ich glaube, dass der jetzt, dass man kann das schon sehen, dass man dann beim Drehbuchschreiben solche Gedanken hat, okay, wie mache ich jetzt das deutlich, was mit der Nina Horst-Figur, der Hauptfigur ihrer Familie passiert, indem ich dann eine andere Freundin reinschreibe und es dann mal zu so einer Szene kommt. Ich glaube, dass die Szene vor allem den Sinn hat, weil wir wissen, das Kind ist böse. Ja? Wenn du an das Böse glaubst, dann ist das Kind böse. Darum geht es nicht, dass das jetzt noch was gemacht hat, denn es hat vorher schon genug Sachen, Doktorspielchen in der Kita und so gemacht. Das Wichtige ist, zu zeigen, wie die Nina Hoss mehr und mehr sich aus der Welt zurückzieht. Du hast das ja geschildert, so der Blick nach innen geht und die gewissermaßen eine Filterblase errichtet, in der sie sich mit ihrer Familie, da kommt dann noch die Schamanin rein, zurückzieht. Aber der Polizei bleibt außen vor, die Reiterstaffel vernachlässigt sie total, von den Polizisten will sie nichts, Kita gibt es nicht mehr, es gibt weniger und weniger soziale Kontakte. Das soll, glaube ich, gezeigt werden. Ja, aber das finde ich sehr oft bei so Nebenfiguren, wenn wir jetzt mal, ich sage jetzt mal deutscher Film, das finde ich ein bisschen ein Problem, wenn die so eindimensional sind. Wenn ich sehe, was die Funktion dieser Figur ist, dann nervt mich das. Ich glaube, das ist aber auch ich als Schauspielerin, weil ich denke,
ja, was, wie machst du das als Schauspielerin sozusagen, sowas zu erzählen, wenn du eigentlich weißt, was du erzählen musst, aber irgendwie bist du ja auch eine Freundin, dann sollte man das doch noch anders. Also du würdest vorschlagen als Drehbuchberaterin, hätte man dich gefragt, dann würdest du sagen, die müssen ein ernsthafteres und etwas längeres, kontroverseres Gespräch. Ich weiß, Gespräch dass das Quatsch ist, weil man ja nicht diese Räume aufmachen kann, aber das ist einfach, das bin ich privat, wenn ich mir Filme angucke, viele Filme und das fand ich in diesem Fall auch, bei der Reiterstaffel gab es auch so ein paar, die Chefin von der Reiterstaffel finde ich auch sehr, ja, da war sowieso, da habe ich mich auch was gefragt, Verena, ist die synchronisiert? Nebenrollen. Das macht auch was. Ja, aber ja. Nebenrollen sind halt einfacher. Die sind auch in amerikanischen Filmen der beste Freund des Helden, der sagt drei Sätze und dann stirbt er. Also das ist dann halt so. Da nervt das nur nicht. Also ich finde, wir sind ja jetzt hier. Ich weiß nicht, für wer stirbt, von wem du redest. Das ist jetzt so meine cinephile Gesamtmeinung. Vielleicht noch eine Sache. Ich finde auch, dass, also weil auch Nina Hoss, das ist ja so eine, die Figur, die da so spielt, ist ja auch so eine gewisse Art total hemdsärmelig. Ich würde nämlich auch sagen, dass sie irgendwie, das ist auch wieder sowas, also eigentlich ist das ja auch total verwerflich, habe ich so im Nachhinein gedacht, weil die betrachtet das Kind und diese Parallele ist dann auch so offensichtlich in your face mäßig zwischen Pferd und Kind, die betrachtet das Kind als ein Projekt, ja, was man, wenn man einem bestimmten Skript folgt, dann kriegt man das auf die Kette, indem man nämlich das Kind zum Beispiel, wenn die schmiert dann auch mal mit ihrem Kot das ganze Bad voll und so weiter und dann wird halt gesagt, du musst das aufräumen, aber es wird immer am Ende gesagt, in solche Situationen gibt es da auch mehrfach, ich hab dich aber lieb, also so man merkt richtig, die hat was. Ich hab dich lieb, aber die Regeln musst du befolgen. Ja. Und so. Und ich zeige dir Grenzen auf und diese ganze Geschichte. Weil ihr der Arzt das sagt, ja, das Kind braucht Grenzen. Wobei sie das auch vorher halt schon macht, also sie wendet ja die Pferdeszenen, also diese Erfolgserlebnisse, das Pferd muss sich austoben, dann wird es beruhigt, dann gibt es Grenzen, dann kommt es zu dir oder wie auch immer. Das wendet sie halt vorher an und das ist eigentlich ja auch nicht verwerflich, aber es ist zumindest auch ein bisschen, es ist zumindest nicht ganz so an das Kind gedacht, wie es so die ganze Zeit scheint auf den ersten Blick, würde ich sagen. Also ich komme jetzt mal mit einer steilen These, weil Siegfried Krakauer, großer deutscher Filmkritiker, hat ja immer auch so ein bisschen die Frage gestellt, sinngemäß implizit, warum macht man jetzt diesen Film? Also, was hat der Film mit der Zeit, in der er entsteht und der kollektiven Psyche zu tun? Meine These wäre, dass Pelikanblut eigentlich gewissermaßen ist, der Exorzist trifft Angela Merkel. Denn Nina Hoss ist eine Mutter, die aber keine Kinder hat, die aber sich um Flüchtlinge, also um Kinder irgendwie aus dem näheren Osteuropa kümmert, die einen Satz sagt zu dem einen Kind, wir kriegen das hin. Das klingt ein wörtlicher Satz aus dem Film, ich habe ihn zweimal gesehen, das ist wie wir schaffen das, die sich mehr und mehr gewissermaßen aller Kritik enthebt, in einer Art von Filterblase zurückzieht und störrisch und stur an ihrem Kurs festhält. Ich sage jetzt nicht, dass die Filmemacher das gedacht haben. Ja, wann ist der Exorzismus? Ja? Der Exorzismus, da können wir dann drüber reden, ob der vielleicht in Form der AfD da kommt. Aber nein, damit nur sage, ist, es bildet sich immer auch Zeitgeist in Filmen ab. Und ich glaube, da steckt schon was drin in dieser Mutterfigur, die finde ich sehr merkwürdig, schräg. Ich finde die auch sehr interessant. Darum finde ich den Film auch gut, weil der überhaupt solche Fragen stellt. Und weil natürlich diese Nina Hoss-Figur ja so eine Mischung aus Stärke ist, eine starke, was man so starke Frau nennt, auch in dem, was ich auch nicht so toll finde, dass sie so hemdsärmlich ist, diese Holzfällerhemden immer trägt. Genau das, ist das eine Ranch oder ist das eine Pferdefarm? Das weiß man nicht so ganz genau. Aber die dann eben jemand, die ihren Stiefel durchzieht, mit einer Mischung aus Verstocktheit und auch Entschlossenheit und Konsequenz. Aber das finde ich ja in dem Sinne gar nicht so schlecht, weil das ist ja eigentlich, so werden ja eher männliche Charaktere erzählt. Ja, genau, und das ist doch gut. Kann nicht über Gefühle reden, macht ihr Ding, entscheidet selber. Eben, und das ist doch gut. Also das schien mir eher, dass ihr das jetzt ein bisschen angegriffen habt. Aber was war das mit der Hemdsärmlichkeit, was du doof findest? Nein, ich finde nur, wie das visualisiert ist. Ich finde die Holzfällerhemden und den Cowboyhut, den sie dann manchmal aufhat, weiß ich nicht, ob das nicht so ein bisschen zu sehr das betont, dass diese Frau ist auch ein Mann oder tut das, was sonst Männer tun. Achso, das habe ich in dem Cowboyhut gar nicht gesehen. Aber sie hat einen Cowboyhut, oder? Ja. Ich finde das eher so, ich meine, vielleicht kann man den Film ja auch, also genauso wie, ich würde auch sagen, dass man diese Szene, wir haben gerade schon über diese Kindermissbrauch oder irgendwie gesprochen, also vielleicht kann man das
ich fand das einfach interessant und irgendwie auch ganz nett. Also zum einen, man hat so dieses Western-Setting, die hört, glaube ich, auch Country-Musik zwischendurch und so Geschichten. Dann hat man dieses Spezielle, was irgendwie immer natürlich attraktiv ist, so ein Spezialberuf, also dass die da irgendwie üben, wie Pferde auf Demonstranten auf Molotow-Cocktails irgendwie reagieren. Das ist immer irgendwie interessant anzugucken so. Und genauso interessant ist es irgendwie auch, zum Beispiel jetzt diese Kindervergewaltigung, die wird ja auch so erzählt, dass man erst nicht weiß, was passiert ist. Genau. Und dann wird es aufgelöst im Nachhinein. Das heißt, man hat immer noch die Erwartung, also das ist auch was, man kann sagen, diese Beziehung zu der Frau, die ist irgendwie umsonst, wenn man es auf der Beziehungsebene anguckt. Das stimmt, die wird nur benutzt, würde ich auch sagen. Aber sozusagen dieser Plot ist trotzdem erstmal was Attraktives für den Reihen, wenn man es als wenn man es dann als Horrorfilm betrachten will, ist es trotzdem interessant, weil es dann aufgelöst wird. So. Aber ich muss mal nachfragen, also dann könnt ihr auch über mich herfallen. Aber, jetzt wieder Angela Merkel. Nein, da seid ihr ja nicht. Aber die mit, das finden ja dann scheint ja so blöd zu finden, dass man das nicht mehr kommentieren muss. Aber die diese Geschichte, also nennt man das wirklich Vergewaltigung und Missbrauch, wenn ein fünfjähriges Kind mit einem anderen fünfjährigen Kind etwas macht, ja, übergriffig wird, etwas macht, wo es wahrscheinlich ahnen könnte, dass es das nicht machen darf, aber es ist ein Kind, was echt auch nicht genau weiß, was es tut, abgesehen, dass wir noch wissen, dass dieses Kind hochgestört ist. Nennt man das dann Missbrauch? Nennt man das Vergewaltigung? Ich glaube, man nennt es Missbrauch. Oder ist das nicht eine... Also Missbrauch unter Kindern, es ist schon eine Missbrauchssituation, also unter Gleichaltrigen. Ich habe gerade nämlich... Im Süddeutschen Magazin war ein sehr großer Artikel über eine Eskalation in einer Kölner Kita, wo es ein Kind gab, was mit anderen Kindern sowas gemacht hat und wie diese Elternschaft sich komplett darüber zerlegt hat und eigentlich muss die Kita jetzt wahrscheinlich dicht machen, weil die Erzieher und alle damit rein. Und weil es so eskaliert ist und die nicht geschafft haben, eine Gesprächsebene darüber zu finden. Und ich glaube, da könnte man die Zeitgeistbrücke schlagen, was dieser Film erzählt und auch wie Mutter sein ist ja auch ist ja wieder sehr in den Diskurs gekommen, wird diskutiert und aber auch wie Kinderpädagogik, was darf man, was darf man nicht, darf man überhaupt reglementieren, darf man jemanden anders reinreden, wie er das tut, das wird halt alles sehr zur Schau gestellt und es ist sehr, also es ist explosiv, glaube ich, diese ganze Geschichte, diese ganzen Befindlichkeiten und Emotionen und eigentlich ist es sehr privat, trotzdem wird drüber geredet und man darf aber nichts, man darf eigentlich nichts sagen. Und jeder macht sich aber Gedanken die ganze Zeit und bewertet. Aber ich glaube auch, dass, also das ist jetzt auch ein ganz, also wir sind jetzt off topic auf irgendeine Art, glaube ich, aber jetzt das als, ich habe gerade nochmal nachgedacht, also das jetzt als Missbrauch zu bezeichnen, finde ich immer noch, glaube ich, in dem Fall richtig, weil es halt irgendwie von dem anderen Kind nicht gewollt ist. Das ist dann irgendwie verstummt irgendwie für den Tag. Dann passiert das nochmal und dann erzählt das jetzt irgendwie seine... Ich wollte aber sagen, ich glaube halt nicht, ich glaube, dieses Wort ist halt so extrem aufgeladen. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass man darüber nicht kommunizieren kann, was in dem Film nicht passiert, sondern die Freundschaft wird gekündigt. Ne? Aber sozusagen ein Austausch nicht mehr möglich, ja, das auch ist ja das da, Problem. Da, ja. Sagt, das, ja. Da beschwert sie sich ja auch, dass niemand von den anderen Eltern mit ihr redet. Ja, genau. Obwohl sie ja selber auch mit niemandem redet. Genau, es gibt so Ausschlussmechanismen, die sind ganz klar. Jetzt, wir haben schon mal kurz, haben wir ja auch im Vorgespräch den Film erwähnt, ich habe ihn auch erwähnt, Systemsprenger. Und das ist auf eine gewisse Weise dieses Kind, auch eine Systemsprengerin. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum dieses Thema jetzt so plötzlich kommt? Habt ihr eine Vorstellung, ist das reiner Zufall oder gibt es eben sowas wie Zeitgeist, was dann bestimmte Topper nach oben spült? Ich habe keine These dafür. Aber es gibt es ja öfter, dass so zeitgleich diese Themen aufploppen. Also muss es was passieren, aber ich glaube, gibt es nicht sogar so einen Fachbegriff, wie bei ich glaube, es gibt ein Wort. Schwarmintelligenz. Nee. Ein anderes. Sagst du einfach. Sag ich eine Spiegelredakteurin. Naja, gleichzeitig an unterschiedlichen Orten der Welt ähnliche Ideen. Naja, man kann natürlich schon ganz platt sagen, aber ich weiß, ich habe selber keine Kinder. Ich krieg eben auch nur so abstrakt diese Debatte über Helikoptereltern, Eskalation in Kitas, irgendwie Schiss davor, dass das eigene Kind es nicht schafft, hochgezüchtete Kinder und so weiter mit. Natürlich kannst du sagen, dass das missglückte Kind als das ultimative Sprengszenario. So, das hatte aber natürlich wiederum auch schon immer Appeal.
Also ich finde, mich hat auch tatsächlich die Reihe auch irgendwie so, es hatte so was Chucky-haftes auf irgendeine Art, ne? Also und das war jetzt, ist jetzt kein aktueller, doch Chucky kommt ja auch wieder, stimmt. Genau, Chucky kommt wieder und die Reihe, die ist erstmal als Kind so mit blonden, goldenen Löckchen und erstmal ein sehr niedliches Kind und man ahnt zwar schon, dass da jetzt irgendwas herkommen muss, weil man schon ein paar Filme gesehen hat, aber gleichzeitig denkt man, es ist doch ein süßes Kind erstmal und dann wirkt es umso brutaler, was das Kind dann tut. Sehr so eine langsame Eskalation, da nimmt sich der Film auch Zeit. Ja, also ist das ein sehr deutscher Film? Ist das ein Film, den ihr euch vorstellen könnt, dass der auch aus Frankreich so käme? Vielleicht nicht mit Nina Hoss, sondern mit Isabelle Huppert? Oder ist das ein Film... Wie Isabelle Huppert. Würde in Frankreich nicht das Kind sterben oder so? Ich weiß würde in Frankreich das Kind sterben? Nee, oder... Isabelle Huppert mitspielt schon. Ja, genau, wenn Isabelle Huppert mitspielt. Ich könnte mir schon eigentlich tatsächlich für einen französischen Film genau so vorstellen. Auch das, was ich jetzt meinte, ich weiß gar nicht genau, was ich damit meine, aber dieses Unbehagen, dass aus einer bürgerlichen Sicht Geschichten erzählt werden, die den Interessen einer bürgerlichen Denke entsprechen. Also das hat ja mit diesen Helikoptereltern, also die Frage von Erziehung stellen sich ja eigentlich immer nur die Mittelschicht. Ist das ein Film, der die Angst der Mittelschicht vielleicht, die Angst vor so ein Kind zu haben, symbolisiert? Keine Ahnung. Aber auf alle Fälle, ich kann mir Isabelle Huppert auch gut vorstellen. Ja. Ich glaube, die würde das Kind hauen. Die würde nicht die Hexe rufen, sondern das Kind hauen. Also die Austreibung wäre vielleicht auch ein bisschen prickelnder. Die ist ja sehr trashig, finde ich. Ich würde gerne Isabelle Huppert mit dem Kind auf dem Rücken im Tragesystem und das Stillen hätte, glaube ich, mit einem anderen. Das gibt's auch noch, genau, das Kind auf dem Rücken. Ja, aber sag mal, wir müssen auch hier natürlich wieder über die Formen reden, denn ich fand zum Beispiel, dass das ein Film ist, der von der ganzen Art der Kamera, vom Farbdesign, das ist ja das, was sich so in unser Unterbewusstsein dann einschreibt, wenn wir einen Film sehen, da wirken dann zum Beispiel Farbe, Kamerabewegung, auch Schnitte sehr stark, auch darauf, wie wir den Film wahrnehmen. Ich fand das einen sehr geglückten und auch tatsächlich auch wieder da, doch für, also ich habe so einen Film aus Deutschland, bilde ich mir ein, nicht gesehen bisher. Wie geht euch das? Ja, sagt er. Ja, guck eh keine deutschen Filme. Ich weiß nicht, das mit diesem Deutsch finde ich komisch. Nee, dann als Kategorie. Okay, aus anderen Ländern. Also es geht mir jetzt auch ein bisschen darum, fandet ihr die Form gut? Habt ihr da was zu bemängeln? Gibt es andere Filme, an die euch das erinnert? Dann möchte ich es mal so offener formulieren. Ich habe mit Leuten gesprochen, denen da gibt es ja so super Zeitlupen drin. Ich mochte das gerne. Ich hätte mir eigentlich noch ein bisschen mehr davon gewünscht. Also dass es stilistischer noch ein bisschen mehr abdriftet. Auch in. Also mehr Horror hättest du dir auch gewünscht. Dann? Ja, ich weiß nicht, ob das so ist, weil ich das gelesen habe und dachte die ganze Zeit, jetzt kommt Horror. Ich hätte noch ein bisschen Horror vertragen. Ja. Habt ihr eigentlich den ersten Film von Katrin Gebbe gesehen, Tore tanzt? Und wenn ihr das damit oder du das damit vergleichst? Also den fand ich gruseliger, den ersten. Der ist brutaler, ja, ne? Ja. Ja, aber von der Atmosphäre, die der macht, war das schwer erträglich. Und hier habe ich nicht so eine, nicht, war die Bedrohung nicht so existenziell. Das Kind hat die beiden bedroht, aber mich nicht. Also der Tore-Tanz hat mich toller bewegt. Wenn ihr den Film euren Freunden empfehlen würdet, würdet ihr das tun? Und welchen Freunden? Welchen Freunden? Sana. Nina Hoss-Fans? nee, ich würde den Film empfehlen. Also eben jetzt, wenn man nicht The Longest Night gucken will und sich darauf einlässt, bei dem Film schläft man nicht ein. Der ist unterm Strich, selbst wenn man irgendwie das sich an der Frauenfigur stört oder wie auch immer, ich glaube, es ist einfach, er funktioniert eben auch auf dieser Horrorebene so ein bisschen. Und deshalb hat er, glaube ich, auch viele Zugänge. Also er funktioniert, wenn du sagst, ich will eine Frau sehen, die irgendwie, bei der die Beziehungen gar keine Rolle spielen, was tatsächlich, glaube ich, relativ selten ist, so, oder die Beziehung eher so ein bisschen benutzt, aber eigentlich geht es nur darum,
die Familie, die man sich selbst gesucht hat, was ja auch irgendwie ganz interessant ist. Also die Frau, die ohne Vater Kinder kriegt. Wahlverwandtschaft. Genau, das ist ja auch eine ganz andere Art. Genau, das ist ja wiederum auch ein Thema, wo ich sagen würde, das haben wir im Moment ja viel. Also diese Art von Reden über, wie können Familien anders aussehen, Frauen, die irgendwie sich die in die USA fliegen, wenn sie viel Geld haben und sich Kinder auf einem anderen Weg besorgen, so, das gibt es halt schon und das ist irgendwie interessant und ich glaube, also ich würde das meinem Freundeskreis wohlwollend empfehlen, klar. Meine Freunde würden also zum Beispiel bei der Empfehlung, wenn ich den The Longest Night empfehlen würde, würde ich richtig Ärger kriegen danach, glaube ich, von den meisten. Leider gehen meine Freunde, die außerhalb der Branche sind, nicht viel ins Kino. Und ich muss sehr unterschiedlich Filme empfehlen. Es gibt welche, denen ich diesen Film empfehlen würde, aber leider gehen meine Freunde nicht viel ins Kino. Ich gehe mit meinen Eltern ins Kino. Wie schafft man das überhaupt, dass man dann seine Freunde ein bisschen mehr ins Kino kriegt? Also schafft man das mit einem von den drei Filmen heute Abend? Gute Frage, nee, eigentlich nicht. Also jetzt, man riskiert ja auch immer was, wenn man was empfiehlt, ne? Und da gibt es ja tausend andere sehr gute Filme. Also so. Nee, da passiert nämlich das, was du vorhin schon angesprochen hast. Also ich glaube, auch die Freunde, die eigentlich nicht ins Kino gehen, die sind alle in den Tarantino-Film gegangen. Einfach, weil es Tarantino ist. Und dafür steht man auch auf und geht ins Kino. Und sonst kann ich mir wirklich den Mund fusselig reden. Und dann sagen die auch, ja, mache ich, klingt gut. Aber ob dann einer hier ankommt. Und Nina Hoss, also ich will sie gar nicht mit Tarantino vergleichen, aber ist man nicht auf Nina Hoss neugierig? Also ich finde ja zum Beispiel mit dem, wir kennen Nina Hoss vor allem aus Petzold-Filmen. Mhm. Und auch wenn sie ein paar andere Sachen gemacht hat, aber das ist das, was so prägnant im Kopf bleibt. Und ich finde ja schon, dass sie bei allen Verdiensten in diesen Petzold-Filmen, da hat sie wirklich so was Statueskes für mich. Und ich finde, dass sie in dem Film ganz anders ist. Auch im Vorspiel wieder ganz anders. Mhm. Allemal, ich weiß auch nicht, ob das jetzt damit zusammenhängt, zum Beispiel, dass diese beiden genannten Filme von Frauen kommen. Ob es denn da, ich wäre da immer halt vorsichtig, ne? Weiblicher Blick, ob man das jetzt bei Katrin Gebbe merkt, könnte man aber sagen, auch so wie ihr es beschrieben habt. Aber allemal eine ganz andere Nina Hoss sieht man hier. Und eine, die auf eine gewisse Weise auch gegen das, was vielleicht ihr Gesicht, ihre Körperlichkeit, die Rollen, die es schon gibt, ausstrahlen, gewissermaßen versucht, in Bewegung zu kommen und expressiver zu werden. Das finde ich nicht. Ich sehe schon sehr Nina Hoss. Aber im Ton fand ich sie sehr, sie hat einen sehr privaten und auch umgangssprachlichen Ton, den ich so von ihr noch nicht gehört habe. Den finde ich bei Petzold stilisierter. Und anders geschriebene Dialoge einfach auch, ne? Wahrscheinlich, aber auch anders gespielt, auch mit den Kindern. Das ist natürlich nochmal was anderes, was man da spielt. Aber ich sehe schon sehr, das ist sehr, sehr eine Nina Hoss-Rolle. Das ist übrigens ziemlich gut. Die Kinder fallen mir jetzt gerade ein, hätten wir fast vergessen. Man muss das erstmal hinkriegen, dass man so kleine Kinder so inszeniert. Nee, er schüttelt den Kopf, du schüttelst den, oder? Nee, das habe ich mich wirklich gefragt. Ja. Also das ist wirklich, du weißt, wie man das macht. Nee, aber ich war ich habe das im Kino gesehen und da war Katrin Gebbe und es wurde eine Frage, nämlich eigentlich gab es kein Q&A, und dann rief so ein Mann aus dem Publikum, aber wie ging das mit dem Mädchen? Und dann hat sie das erzählt, dass die Mutter ist Kindercoach. Und hat auch ein Kindertheater und die war dabei. Die von der Älteren, nicht? Nee, ja. die von der Raya, von der Kleinen. Und die haben wie beim Exorzisten auch, das habe ich auch immer gesehen, einfach eine andere Geschichte gebaut. Und die spielt andere Sachen in den Szenen. Ah. Die spielt, ich habe recht und du hast mir was weggenommen zu der Schwester oder so. Die spielt natürlich nicht diesen ganzen psychologischen Überbau und auch nicht, dass sie von Geistern besessen ist oder so. Die Kinder sind ja aus Bulgarien tatsächlich und verstehen kein Deutsch. Das muss man, glaube ich, dazu sagen für die, die es nicht wissen. Das heißt, die hat dann einfach die hat den Text gelernt, aber die wusste nicht, was sie da sagt. Ja, irgendwann wusste sie es vielleicht schon so ein bisschen. Ne? Wir haben hier die Produzentin. Jetzt dürfen wir einmal am Ende klatschen dafür. Wir haben es vorher verschwiegen. Verena Gräfe-Höft. Mach einmal Hallo, damit es jeder dann mitkriegt. Ja, genau. Genau. Ja, eigentlich dachte ich, sollten wir noch mal eine Runde machen, aber die machen wir vielleicht mit euch Teilnehmern auch zusammen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, eine Runde machen, überhaupt so zum
zum Stand des Kinos. Ich möchte das verbinden mit einer Frage, die ich mir tatsächlich stelle. Naja, wir haben hier beim Filmfest Hamburg ziemlich viele Filme. Ich finde auch viele davon gut und nicht nur gut, weil sie wichtig sind oder thematisch, sondern gut, weil sie Filmsprachen, das ist mir am Kino am wichtigsten, weil sie mich in irgendeiner Weise auch herausfordern und mich so irritieren, dann irgendwelche, ich weiß dann nicht immer sofort, was ich dann darüber denken sollte und das kommt dann oft eher über die Form und ist dann interessant. Vielleicht am Ende des Films weiß man es dann schon, aber man weiß es halt nicht schon nach den ersten 5 Minuten. Und gleichzeitig kommt mir das so vor, als ob viele Filme heute, sehr grob gesagt, in vielleicht 2, 3, 4 Gruppen sich relativ klar einordnen. Also, dass das Kino heute insgesamt ein bisschen formatierter ist. Und was mir fehlt, ich habe es im Vorgespräch gesagt, sind zum Beispiel Filme, wie sie früher François Truffaut gemacht hat, also Filme, die gleichzeitig intelligent sind und unterhalten, um jetzt mal alles andere, was man darüber noch sagen könnte, wegzulassen. Ich weiß nicht, wie euch das da geht, ob ich da allein stehe, ob ihr auch sowas, Beispiel, Truffaut ist nur ein Beispiel, ob ihr auch sowas vermisst, überhaupt im Kino, kann auch in Deutschland sein oder ob alles in Butter ist oder sowieso deine Freunde nicht mehr ins Kino gehen, also die Hoffnung ist schon längst entschwunden und vielleicht möchtet ihr dazu auch was beitragen. Na, das ist ja, da weiß man ja gar nicht, wen man zuerst dran nehmen soll. Danke euch. Ich springe einmal vor die Frage, weil ich wünsche mir von euch Cinephilen oder Cine-Kennerinnen ein bisschen mehr Einordnung. Also ich habe mich gewundert, dass jemand sagt, naja, es war mein erster Rosa-Film. Ich erinnere mich, dass ich hier vor 32 Jahren mit Rosa war, in dem Kino die Deutschlandpremiere von Anita Tänze des Lasters hatte und dass wir eine lange Geschichte haben mit Rosa und seinen Filmen und dass das also der Begriff das Camp und wie strukturiert man das und was heißt das eigentlich und für wen ist das oder für wen ist es nicht, ist total entscheidend. Also der weiß ja, was er tut. Und Kathi Karrenbauer ist auch gar nicht so furchtbar schlecht, wie sie spielt. Die ist eigentlich eine gute Schauspielerin. Aber man kann sie wie Richterin Barbara Salisch inszenieren und kann das bewusst machen und sagen, okay, wir haben hier eine Campstruktur und wir brechen das immer wieder. Und bevor ihr euch überhaupt einfühlt, haue ich euch so einen auf den Kopf. Und das ist so schräg und anders, dass ich sage, Edge, ihr erwartet was, ihr habt eine Sehhaltung, die unterlaufe ich. Die mache ich bewusst kaputt und das ist ein schwuler Blick und der ist in einer gewissen Tradition und der ist gegen etwas gerichtet, nämlich gegen euch und eure Seherwartung. Das ist ein Punkt. Und weil ihr es nicht gesagt habt, dachte ich, oh, das möchte ich gar noch sagen und ich möchte zu Katrin sagen, ich habe mich wahnsinnig gewundert, ich habe mich immer gewundert, warum in allen Kritiken zu Tore tanzt nie drin stand, dass das Ganze ein metaphysischer Film ist und es ist natürlich nichts anderes als die Passion Jesu. Umgelegt auf eine Gegenwart, aber es ist eindeutig und jedem Punkt nachvollziehbar die Passionsgeschichte. Die Frau hat so einen metaphysischen Knall oder Interesse. Pelikanblut ist eine metaphysische Geschichte. Diese Symbolik ist ja nicht nur da im Kinderheim. Der Pelikan ist ja eine von den christlich-heidnischen Figuren, die extrem metaphernrelevant sind. Und das Ganze ist natürlich ein schwer metaphorischer Film, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber diese Frauen- und Muttergeschichte, die ihr rausgearbeitet habt, für mich ist die zentral, die hängt mit dem Tore zusammen. Also natürlich ist da eine Muttergeschichte, die ist eine metaphysische Frauengeschichte und deshalb haben die Männer keine Chancen. Auch so unsympathisch fand ich den Psychiater nicht, aber der hat keine Chance, der Polizist hat keine Chance, die Liebe hat keine Chance, Männer haben keine Chance, weil es eine metaphysische Frauengeschichte ist. Ich habe Katrin gesagt, Mensch, Katrin, das ist so ein bisschen... Aber wie sieht die aus? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausformulieren, weil für Pelikanblut, also deine Interpretation. Meine ist die Frage, was kann Mutter allein, also es ist ein bisschen Blut und Boden, also es macht mir Angst. Die sind alle irre und Nina ist die verrückteste von allen. Wir wissen nicht, ob dieser Geist, was immer der ist oder die ist, die Geistin eh schon in ihr ist oder auf sie übergeht. Wir haben keine Ahnung. Diese Blicke, dieses erste Entsetzen in der Superzeitlupe, wenn sie den oder das erkennt,
Ist das ein Entsetzen vor ihr? Ist sie das die ganze Zeit? Es ist nicht klar. Also für mich ist es überhaupt nicht beantwortet. Es ist auch kein Happy End. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Der Vorwurf, dass es ein bisschen Genre wäre, wenn der Pferdeohr sich drehen würde oder wenn dann Nina am Ende irre in die Kamera lachen würde, das wäre das eine ein bisschen zu viel. Aber wir können es nicht sagen. Ich glaube, das wissen wir nicht. Und das ist die Frage nach dem, was Hypermutterschaft, und zwar metaphysische Übermarienhaftigkeit, sein kann. Ist das irre? Ist das ein weiblicher Weg? Ist das möglich, eine Lebensmöglichkeit? Oder ist das abgrundtief krank? Ich glaube, die Frage steckt dahinter, die nicht beantwortet wird an uns. So, das dazu als Einordnungsgeschichte. Danke dir. Ja, wer mag? Das war doch mal ein Icebreaker. Ja. Aber hallo. Aber hallo. Ich gebe mal nach vorne wieder, oder dann könnt ihr mal verteilen. Ihr wollt von uns eine Antwort. Ja eben, also das zu dem Rosa von Braunheim-Film würde ich eben auch bestätigen. Also erstmal bin ich auch der Meinung, oder vielleicht ist es auch falsch von mir zu sagen, das sollen sich mal die Leute angucken am 20.15 Uhr am Sonntag. Aber das ist schon so mein Gefühl, dass eben da das genau richtig aufgehoben wäre mit dem, was wir jetzt hier so geschmäcklerisch dann als inkonsequent und sonst wie auseinandernehmen jetzt hier so. Oder vielleicht individuell nicht so gelungen finden oder da jetzt zu nervig oder da zu trashig oder ja. Ich habe auch gerade überlegt, ob es nicht so ist. Also ich weiß gar nicht, ob dieses Konzept meine Erwartungen dann zu unterlaufen, ob das so noch funktioniert. Also dann ist eher so die Frage, das ist eben irgendwie auch interessant, ob dieser Camp-Begriff, inwiefern der irgendwie heute zu abgegriffen ist, noch greift. Ne? Oder ob sich nicht so angeeignet wurde von einem Mainstream wie diesem Soap-Ding, dass das halt gar nicht mehr... Naja, und es gibt ja auch mittlerweile, also wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz diesen, so ein Generationsthema irgendwie da auch angesprochen. Also natürlich ist das Thema, also wer heute an jetzt, heute heißt es ja dann auch nicht mehr, der Homosexuelle ist pervers, sondern heute reden wir halt von einer queeren Szene, die ganz anders ausdifferenziert ist und sich irgendwie ganz anders ausdrückt. Gleichzeitig hat man halt so total, das ist jetzt auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber natürlich so eine totale Mainstreamisierung durch, keine Ahnung, Netflix-Erfolge wie Queer Eye, wie RuPaul's Drag Race, die natürlich sich irgendwie auf historische Wurzeln beziehen und zu denen auch von Braunheim gehört, die aber natürlich mittlerweile auf eine ganz andere, ich würde auch sagen, weniger kritische, konsumkritische Art funktionieren und natürlich im Gegensatz jetzt zu von Braunheim, vielleicht ist das auch nochmal eine Ebene, die irgendwie interessant ist an dem Film, viel mehr über so ein über ein anbiederungsfalsches Wort, aber natürlich schon so eine Lifestyleisierung und Helfen des Heteronormativen funktioniert und deshalb halt auch irgendwie cool und hip wird. Ganz eng mit Konsum verknüpft und so weiter. Also da ist ein interessanter, wenn man sich das geschichtlich anguckt, ist das, glaube ich, hochinteressant. So. Und trotzdem ist die Frage natürlich, warum funktioniert dieser, ich habe nicht mehr an Camp gedacht, als ich diesen Film gesehen habe, obwohl ich das weiß. Also irgendwie ist das ein... Bei Tarantino, hast du da an Camp gedacht? Beim aktuellen? Ja, jetzt im neuen zum Beispiel. Da habe ich nur an Brad Pitt gedacht. Weil du das erwähnt hast, ich glaube, dass Tarantino eigentlich und in einer gehobenen Form von Mainstream, den der wahrscheinlich repräsentiert, sich eigentlich sowas wie Camp ja längst gekapert haben. Oder ja. Camp ist dahin gewandert. Ja. Auch. Und bei Rosa von Braunheim, also ich würde nie in Abrede stellen, dass der... Ich habe den Film auch gerne, wie ich so gesagt habe, weggeguckt, aber ich finde ihn, jetzt kann ich es ja auch mal sagen, auch nicht richtig super. Ich glaube aber, dass der natürlich weiß, was er tut. Die Frage ist trotzdem für mich, warum er das tut. Die habe ich ja auch gestellt, weil dadurch, dass er es weiß, wird es noch nicht besser. Denn ich glaube, dass er, man kommt, glaube ich, dann auch an den Film nicht ran und an Rosa auch nicht, wenn man jetzt anfängt und sagt, was der alles für Verdienste hat. Und dann werden die ganzen Medaillen ihm an die Brust gehängt. Die hat er und das würde ich auch immer verteidigen. Aber einer ist ja nicht das, was er vor 20, 30, 40, 50 Jahren mal gemacht hat. Und es ist auch, oft tut man jemandem Unrecht, wenn man späte Filme auf seine frühen Filme immer nur bezieht. Jeder Film steht für sich. Und wenn man den Film jetzt nimmt, wenn der für sich steht und wenn er sein erster gewesen wäre,
oder der erste eines neuen, jungen Regisseurs heute, und wir gar nicht wüssten, wer das ist, der das gemacht hat, was würden wir denn dann über den Film denken? Das kann man ja auch mal. Wir haben, das bietet sich auch an, bei Rosa von Braunheim ganz klar gesagt, das haben wir bei den beiden anderen nicht gemacht, weil die gar nicht so eine Geschichte vor sich haben. Die haben wir aus ihrer Geschichte heraus auch versucht zu interpretieren. Und das hat Rosa, glaube ich, eher genutzt in unserer Diskussion. Aber wenn das jemand gemacht hätte, den wir nicht wissen, wer das ist, was bleibt dann von dem Film wirklich übrig? Dann ist das ja schon so ein bisschen so ein, ja, es ist nicht ganz, es, da fällt schon einiges aus, es ist eigentlich so dieses Kulissenhaft. Ich habe mir jetzt gerade so Pappe vorgestellt, die in den Händen dann so zusammen, wie die Kulissen, die du beschrieben hast. Also da bleibt dann nicht so viel, da bleibt die interessante Geschichte, die hat er aus der Zeitung, da können wir Reportagen nachlesen, die sind im Netz. Und was bleibt dann noch? Das wäre dann so meine Frage an Braunheim wirklich. Ja, das wäre wirklich die Frage, aber da gibt es ja noch mehr Regisseure, bei denen das so ist. Also ich habe mich ja, wie gesagt, als Erstgucker von Rosa von Braunheim geoutet, obwohl er mir ja natürlich einen Begriff, nee, aber er ist mir ja ein Begriff, und dann geht es mir aber in dem Falle so ein bisschen so wie, ganz anderes Beispiel, aber so, nee, genau, vielleicht, wahrscheinlich das falsche Beispiel, aber Klaus Lemke oder so, der auch so viele Filme produziert, der jetzt so spät, bei Rosa von Braunheim war es halt andersrum, der jetzt so spät wie so eine Art Kultstatus hat, oder nehmen wir Woody Allen oder so, der auch so viel produziert, wo relativ viel Mittelmäßiges dabei ist, das kann ich bei Rosa von Braunheim nicht sagen, wo aber wirklich richtig gute Filme am Anfang standen. Das ist aber eher vergleichbar, als jetzt mit Klaus Lemke, der nochmal so einen dritten Frühling hat. Ja, ja, der, wo im Nachhinein das sozusagen... Ja, der war früher, der hat ja einmal... Ja, aber wo es plötzlich ins Feuilleton gekommen ist, genau. Und wo das plötzlich so eine Relevanz gekriegt hat. In den 60s war das schon, in den 70ern hat er das gemacht, was man damals für München hielt, so diese Cleo Kretschmer Schwabing-Dinger da, und dann war er mal richtig weg. Und dann, jetzt dann kommt bleibt er aber so ein Kultstatus, bleibt da über, und das färbt natürlich ab auf die Filme, auch die danach dann kommen. Vielleicht, ich weiß nicht, kommen wir zum Abschluss? Ich weiß nicht, aber, wir kommen also zum Abschluss, ja. Ja, also spätestens in 2 Stunden sind wir hier fertig. Nee, aber ich glaube aber auch, dass so ein bisschen die, es besteht nicht so, ich glaube, die Betrachtungsweise, die ich eigentlich am interessantesten finde, es geht nicht darum, jetzt von Braunheim auf frühere Sachen zu reduzieren oder Leute, dass man die nur an ihren früheren Werken messen muss. Ich glaube, man muss halt irgendwie trotzdem, also natürlich muss man Leute irgendwie in ihrer biografischen, historischen Tradition trotzdem verstehen und einzuordnen, ohne sie darauf zu reduzieren. Das ist ja immer so dieses Schwierige. Deshalb ist, glaube ich, auch die Frage, wie würde das heute wirken? Ja, kann man sich stellen, aber es kann auch irgendwie so ein bisschen Wohlfall sein, weil natürlich würde das nicht wirken. Wenn Pelikanblut von Margarete von Trotter gemacht wäre, wie hätten wir diesen Film dann angeguckt? In welchem Jahr vor allem? Ja, jetzt, nee, aber, der neue aber, Film von Margarete von Trotter. Aber nochmal ganz kurz. Pelikanwut. Pelikan. Ja. Wie wäre der? Nein. Okay. Nee, aber sozusagen diese Frage, also das würde ich nur nochmal so dafür vielleicht einfach jetzt so zum noch einmal sozusagen appellieren, also das nicht so zu verkürzt irgendwie dann provokant so zuzuspitzen, weil es ist halt immer so ein Zwischenspiel, glaube ich, und so eine Balance aus beiden. Und das macht es ja auch interessant. Also genau, bei Braunheim darüber zu reden, welche Tradition das ist super reichhaltig und erklärt eben auch viel, warum sie oder er eben jetzt da steht. So, ja. Gut, also wenn das Schlusswort verlangt wird, dann sprechen wir es. Und ihr jetzt keine Fragen, Bemerkungen, Einsprüche habt, das kann man ja dann auch noch alles hier in der Ponybar privat erledigen. Ich bedanke mich sehr bei euch für die Diskussion und für die engagierten Plädoyers und Anti-Plädoyers. Ich bedanke mich beim Hauptverband Cinephilie und vor allem bei euch. Viel Spaß, bis bald. Wer am Donnerstag kommen möchte, da gibt es einen cinephilen Kreis, der aus verschiedenen organisatorischen Gründen, das heißt eben nicht Quartett, weil da sind wir auch zu fünft, aber so 5 im roten Kreis oder so, dann allemal ist der aus organisatorischen Gründen nicht auf dem Plakat drauf, aber trotzdem unter anderem vom Hauptverband Cinephilie gemacht, hier an dieser Stelle. Und ich habe das Vergnügen, das dann nochmal zu moderieren. Also schauen wir mal. Da geht es dann aber nicht um einzelne Filme, sondern da geht es um alles. Um was deutsch ist, zum Beispiel. Also kommt bitte. Danke.